Ich darf ganz herzlich begrüßen, meine Damen und Herren, unseren Gast des heutigen Abends. Es handelt sich um Dr. Klaus Hentsch, Präsident des Europäischen Parlaments AD und langjähriges Mitglied, langjähriger Mandatar im Europäischen Parlament. Im Grunde einer der Gründer, der Mitbegründer im Kontext der Direktwahlen des Europäischen Parlaments 1979. 30 Jahre europäischer Parlamentarismus werden wir in Kürze erleben. Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, dass ich unseren Gast heute Ihnen etwas näher vorstelle. Herr Hentsch, Dr. Klaus Hentsch, ist geboren in Schlesien, in Sprottau, im Dezember 1938. Und wie viele Menschen, meine Damen und Herren, in Schlesien hat auch Herrn Hentsch das Schicksal ereilt, mit 7 Jahren Flucht, Vertreibung aus der Heimat. Erste Station Flensburg. In Flensburg blieb Herr Hentsch nicht lange, sondern es ging dann der Weg weiter nach dem Abitur und nach dem Grundwehrdienst. 1959, 1960 begann auch die Zeit des Studiums von Herrn Hentsch. Herr Hentsch hat studiert, und das ist bemerkenswert, nicht nur in Köln, nicht nur in Berlin, sondern auch in Paris. Und das Studium, wenn man sagen darf, war vielseitig. Geschichte, Soziologie, aber dann und vor allem Politikwissenschaft, Politikwissenschaften, Politologie. Und die Namen sind den älteren Semestern, den historisch oder historiografisch, politikwissenschaftlich ausgerichteten Kennern sehr wohl ein Begriff. Maurice Duverger, einer der Lehrer von Klaus Hentsch in Paris, Alfred Grosser, ein Mann, der sich in den deutsch-französischen, französisch-deutschen Beziehungen sehr hervorgetan hat. Und Berlin, nicht zu vergessen, Richard Löwenthal, Gilbert Zibura, das waren die Lehrer, also auch europäisch ausgerichtete Akademiker und Wissenschaftler an den verschiedenen Universitäten. Das Dissertationsthema von Dr. Klaus Hentsch war im Grunde ein historisches, nämlich die Wahrnehmungen, die Reaktionen Frankreichs mit Blick auf den sich formierenden Kalten Krieg, die Ost-West-Konfrontation in den Jahren 1945 bis 1948. Also wir haben es hier zu tun mit dem Marshallplan, mit dem Brüsseler Pakt, mit der Berlin-Blockade, also mit diesen wichtigen Jahren auch für die westeuropäische Entwicklung, mit Blick auch auf die deutsche Frage, die sich ja dann in Richtung der Teilung Deutschlands hinbewegt. Herr Hentsch hat sich 1964 entschlossen, der SPD anzugehören. Er wurde Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Er war schon früh an politischen Fragen interessiert. Er erlebt 1948 die Rundfunkdebatte, das heißt die Rundfunkübertragung der Bundestagsdebatte, als Thomas Dehler, Gustav Heinemann die Adenauerische Deutschlandpolitik in Frage gestellt haben. Da ging es um die Frage, wie weit 1952 eine Gelegenheit vertan worden ist, die Frage einer Neutralisierung Deutschlands auszuloten, wohlgemerkt unter der Zeit von Josef Stalin. Herr Hentsch erlebt in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre Frankreich, das Frankreich der ausklingenden Ära Charles de Gaulle, aber auch schon Anfang der 60er Jahre konnte er in Paris die, wenn man so will, interessante Phase des Übergangs, der Bewältigung der Algerienkrise unter General Charles de Gaulle, Staatspräsident von de Gaulle, beobachten. Und es ist interessant, dass die deutsch-französischen Beziehungen Frankreich für Herrn Hentsch weiter, denke ich auch in seinem Leben, das war in seiner Biografie, eine wichtige Rolle gespielt haben. Nach Promotion 1969 beginnt seine Tätigkeit im Rahmen des Landes Nordrhein-Westfalen. Er wird Referent des Ministerpräsidenten, Kühn in der Zeit 68 bis 70 schon. Und was ist seine Aufgabe? Er ist mit der Aufgabe betraut, den deutsch-französischen Vertrag von 1963, der auch kulturelle Aspekte einschloss, ein Kulturabkommen, wenn man so will, auch ins Leben zu setzen, zu verwirklichen. Also er war mit beteiligt an der Realisierung der kulturpolitischen Vereinbarung des deutsch-französischen Vertrages, des sogenannten Élysée-Vertrages 1963, der immer wieder als deutsch-französischer Freundschaftsvertrag bezeichnet wird, aber faktisch nominell nur deutsch-französischer Vertrag hieß. Ja, 1979, schließlich nach einer doch sehr langen Zeit auch als Referent für den Wissenschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, dem späteren Bundespräsidenten, wird
Klaus Hensch ins Europäische Parlament gewählt, 1979. Ich wollte, die SPD wollte auch, so habe ich ihn sprechen gehört in Bochum bei einer Veranstaltung, wo vor der Europaparlamentswahl Parlamentarier gesprochen haben. Wir wollten Großes schaffen, das war auch eine Auskunft, eine Aussage des Zeitzeugen Klaus Hensch. Und wenn man sich überlegt, dass sich dieses Europäische Parlament, wenn man so will, in diesen drei Dekaden, muss man sagen, in diesen vielen Jahren von einem Beratungsparlament zu einem Entscheidungsparlament entwickelt hat, also im Grunde mehr und mehr Kompetenzen bekommen hat und gleichzeitig die Zustimmung zum Europäischen Parlamentarismus, die Wahlbeteiligung zurückgegangen ist, also die Bereitschaft zu den Urnen zu gehen und das Europäische Parlament direkt zu wählen, so haben wir es mit einem Paradox zu tun, das, denke ich, erklärungsbedürftig ist, und auf diese Frage wird Herr Hensch heute in seinen Ausführungen auch eingehen. Meine Damen und Herren, es steht fest, dass die vielen Funktionen, die Herr Hensch begleitet hat, ihn auch, wenn man so will, geprägt haben, aber auch das Europäische Parlament geprägt haben. Ich darf erwähnen, dass Klaus Hensch in den Jahren 1989 bis 1994 und ergänzend in der Zeit von 1997 bis 2002 der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas gewesen ist, der SPE, wie sie heißt, eine wichtige Fraktion im Europäischen Parlament. Er war zweimal Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands für die Direktwahlen zum Europäischen Parlament 1994, also noch in der Zeit der Bundeskanzlerschaft unter Helmut Kohl, und schließlich auch 1999, ein Jahr nach der Wahl von Rot-Grün, der Koalitionsregierung Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Herr Hensch war sehr früh schon, auch als Europaparlamentarier, mit außen- und sicherheitspolitischen Fragen beschäftigt, zu einer Zeit, als wir noch von der europäischen politischen Zusammenarbeit EPZ sprechen, also wo gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik noch in einem Art embryonalen Zustand gewesen ist, fernab von einer koordinierten, abgestimmten, beschlossenen Politik, wonach auch europaorientierte europäische Verbände im Rahmen der friedenserhaltenden Maßnahmen, denken Sie an Südosteuropa, denken Sie an das Kosovo, beteiligt waren. Ich möchte darauf hinweisen, dass natürlich besonders bemerkenswert die Tätigkeit in verschiedenen Ausschüssen von Dr. Klaus Hensch gewesen ist. Ich erwähne Ausschüsse, die sich mit Sicherheitsfragen, mit Außenpolitik beschäftigen, mit den Beziehungen der Europäischen Union zu Australien, zu Neuseeland, auch zu den Vereinigten Staaten von Amerika in einer interessanten Phase 1987, 1989, also in der Zeit vor dem Eisernen Vorhang. Herr Hensch erlebt dann auch als Europaparlamentarier und als Präsident des Europäischen Parlaments die Entwicklung nach 1989-90, den Fall der Berliner Mauer, die Erweiterung der Europäischen Union um neue Mitglieder und ein völlig verändertes Europäisches Parlament in seiner Zusammensetzung, in der Zusammensetzung von Parlamentariern aus Mittel- und Osteuropa, aus den baltischen Staaten, Malta, Zypern, all das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren ereignet. Er erlebt auch als europäischer Parlamentspräsident die beginnende Debatte über die Frage eines Kandidatenstatus der Türkei, was dann letztlich dazu führte, dass man nach Gewährung dieses Kandidatenstatuses auch dann bereit war, mit der Türkei Verhandlungen zu beginnen. Ein hürdenreicher Weg, bis zu diesem Szenario überhaupt zu kommen. Fernab von der Frage, wie realistisch und wie phantomartig die Debatte über eine Vollmitgliedschaft der Türkei gewesen ist. Herr Hensch war, wie gesagt, Präsident des Europäischen Parlaments in den Jahren 1994 bis 1997. Das waren entscheidende, wichtige Jahre für die Europäische Union. Nicht nur, weil Österreich, Finnland und Schweden Mitglieder geworden sind 1995, nein, weil es 1996 eine Regierungskonferenz in Turin gegeben hat, wo über Maastricht neu verhandelt werden sollte, der Unionsvertrag von Maastricht erweitert, ausgebaut werden sollte. Und schließlich kam es zu einem Vertrag, dem Unionsvertrag von Amsterdam, der 1997 unterzeichnet worden ist, der in der Rückschau eigentlich unterbelichtet, niedrig gehängt wird, was nicht verständlich ist, weil er ein erfolgreicher Vertragsabschluss war
Möglicherweise braucht die Europäische Union immer Negativerlebnisse, um öffentlich wahrgenommen zu werden. Dieser Vertrag von Amsterdam hat den Einschluss des Schengen-Komplexes vorgenommen, das heißt Abbau der Grenzkontrollen, der Binnengrenzkontrollen und Aufbau entsprechender Außengrenzsysteme. Er hat die Aufgaben der Westeuropäischen Union übernommen. Und was wichtig ist, Amsterdam hat auch dem Europäischen Parlament mehr Möglichkeiten offeriert, mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten, dadurch, dass Themen nun auch dann im Rat der Europäischen Union mehr und mehr mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden mussten. Das heißt, nicht mehr das Einstimmigkeitsprinzip in dieser krassen Form weiter praktiziert werden konnte. Herr Hensch ist also in einer wichtigen Phase in den Jahren 94, 95, 96, 97 Präsident des Europäischen Parlaments. Nicht nur das, wir haben heute 3 Stunden insgesamt, 2 im Institut, jetzt noch 1 Stunde nach dem Besuch im Rathaus der Stadt Hildesheim, verbunden mit dem Eintrag ins Goldene Buch, gesprochen über eine ganz spannende Phase der Geschichte der Europäischen Union, die auch schon wieder in Vergessenheit geraten zu sein scheint, wie, ich sag mal, ja, wie der Zweite Weltkrieg so ungefähr, weit, weit weg, der Verfassungsprozess. Die Aufgaben des Konvents zur Zukunft der Europäischen Union, des sogenannten dann Verfassungskonvents, der eine gemeinsame Verfassung ausarbeiten sollte. Herr Hensch war im Präsidium des Verfassungskonvents und er hat auch mitgewirkt und teilgenommen an der Regierungskonferenz, die dann den Entwurf für einen Verfassungsvertrag der Europäischen Union letztlich zu entscheiden hatte. Wichtige Schritte in den Jahren 2002, 2003 bis hin zum Beschluss der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, den Verfassungsvertrag der Europäischen Union auch zu beschließen. Dass dieser zum Leidwesen von Hensch und vielen seinen Mitstreitern, überzeugten Europäern, dann in Frankreich und den Niederlanden einem Referendum zum Opfer gefallen ist, ist eine andere Geschichte. Wenn wir jetzt jedoch die weitere Entwicklung uns anschauen, die Bemühungen, den Verfassungsvertrag zu wiederbeleben, seinen Inhalt zu bewahren, im Wesentlichen hinüberzuretten in eine neue Vertragskonstellation, in eine neue Vertragskonstruktion, den EU-Vertrag von Lissabon, so stehen wir jetzt im Grunde mehr oder weniger doch knapp vor der Ratifizierung und der Inkraftsetzung dieses EU-Vertrages von Lissabon. Und vor dem Hintergrund hat der Verfassungsprozess, der Verfassungskonvent letztlich aller Wahrscheinlichkeit doch mittelfristig einen verspäteten, wenn auch doch Erfolg zu verzeichnen, wenn auch zwischenzeitlich politisch das Veto aus Paris und aus Den Haag festzustellen war. Wir haben erlebt, meine Damen und Herren, in den letzten Wochen einen erstaunlich lauen, um nicht zu sagen eigentlich enttäuschend verlaufenden Wahlkampf. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff Wahlkampf gerechtfertigt ist, mit Blick auf die Direktwahl zum Europäischen Parlament. Soweit ich das abgesehen mal von Österreich beurteilen kann, wo es einen grotesken, skurrilen Wahlkampf in Wien gegeben hat, mit einer freiheitlichen Partei, die alle Negativklischees, die es über die Europäische Union gibt, grandios bedient hat, mit einer skurrilen Propaganda viele Stimmen gewinnen konnte, konnte ich in Niedersachsen als Historiker, als Beobachter des Zeitgeschehens eigentlich viele Bilder sehen von Frau Quisthoudt-Rowohl, von Frau Erika Mann, von Frau Rebecca Harms, also Fotos, Gesichter, aber keine Inhalte, keine Kontroversen, keine Botschaften, wie soll es eigentlich mit der Europäischen Union weitergehen. Für die SPD, meine Damen und Herren, bedeutete dieser Ausgang der Wahl eine Enttäuschung. Generell in Europa, auch in Österreich, aber auch in Deutschland, wenn ich festhalten darf, lieber Dr. Hensch, in Hildesheim war die Beteiligung höher als beim letzten Mal. Das gilt es zu sagen. Und ich bin glücklich, jetzt meine Mitarbeiter hier zu sehen, denn sie werden sich fragen, warum führt dieser Mensch hier so lange ein? Die Antwort ist eine ganz einfache. Herr Hensch hat seine Aktentasche im Hotel liegen gelassen. Und meine Aufgabe war es nun, aller Österreich, die Sache ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ja? Mir ist das offensichtlich gelungen. Ich bin richtig froh. Danke, Herr Mayer, danke, Herr Jahn. Wir sind jetzt im Besitz der Aktentasche und vor allen Dingen des Redemanuskripts unseres Gastes. Und ich bin froh, weil er hat gesagt, er hätte schon das Parlamentarier, bitte, 30 Jahre Europäisches Parlament, das auch hier frei parlieren können. Aber jetzt wird es konziser, jetzt wird es wissenschaftlicher, jetzt wird es akademischer. Und Herr Dr. Hensch weiß, dass er vor allem akademisch ausgerichteten Publikum vor Studierenden und interessierten Gasthörern der Universität Hildesheim sprechen wird. Lieber Dr. Hensch, herzlich willkommen nochmal. Ich bin glücklich, dass ich die
die Zeit so einigermaßen überbrücken konnte. Sonst wäre die Präsentation fast auch so lang ausgefallen. Das darf ich sagen. Sie sind ein verdienter und verdienstvoller und aktiver für die europäische Sache eintretender deutscher Sozialdemokraten und Politiker gewesen, eigentlich viel mehr Sozialdemokrat als Europapolitiker. Und ich bin glücklich, dass Sie den Weg nach Hildesheim gefunden haben. Zum ersten Mal ist Dr. Hensch in Hildesheim. Und insofern freut mich auf Ihre Ausführungen. Das Thema heißt, Europa hat gewählt. Was nun? Wo war das? Erfahrungen eines europäischen Parlamentspräsidenten. Bitte schön. Herr Professor Gehler, meine Damen und Herren, wenn man eine so lange Einführung hört, dann ist man wirklich erschrocken darüber, was man alles so gemacht hat im Laufe der Zeit. Und die Fülle dessen, was man gemacht hat, erinnert einen daran, dass man doch verdammt alt geworden ist dabei. Also das ist ein sehr zwiespältiges Gefühl, das einen beschleicht, wenn man da sitzt und das alles so schön hört, obwohl man sich freut, dass das alles bemerkt worden ist. Meine Damen und Herren, Herr Gehler hat Ihnen das Thema genannt. Ich will da nicht lange über die Geschichte der europäischen Demokratien und über die Geschichte des Europäischen Parlaments sprechen. Ich bin gern bereit, das nachzuholen, wenn Sie Fragen haben werden nach dem, was ich gesagt habe, sondern ich will gleich in die Sache selbst hineinspringen. Die Europäische Union steht nicht erst nach dieser Wahl, sondern herausgebildet in den letzten 4, 5 Jahren vor 3 gewaltigen Herausforderungen. Das ist erstens, sie muss ihre Grenzen finden. Die Europäische Union wird sich nicht, auch um der Demokratie willen, nicht grenzenlos erweitern können. Aber wo diese Grenzen sind und wo sie nicht sein können, das ist nicht nur im politischen Streit, sondern das ist auch historisch, kulturell, wirtschaftlich umstritten. Die zweite riesige Herausforderung ist, Europa muss sich, diese Europäische Union, muss sich in der Welt besser und selbst behaupten können. Das heißt, wir Europäer müssen lernen, dass wir eine politische Organisation von 500 Millionen Menschen sind, die aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihres wirtschaftlichen Potenzials, aufgrund ihrer kulturellen, zivilisatorischen Vergangenheit eine Aufgabe in der Welt hat. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir uns wegducken oder nicht, eine so große Macht, jedenfalls nicht militärisch, aber politisch und wirtschaftlich, die beeinflusst Ressourcentransfers und Verhalten von anderen Staaten überall in der Welt. Egal, ob wir geeint und geschlossen handeln oder ob wir getrennt handeln. Aber wenn wir getrennt handeln als europäische Staaten, dann trampeln wir in der Weltgeschichte herum wie der berühmte Elefant im Porzellanladen. Nur geschlossen können wir unsere eigenen Interessen, die wir haben als Europäer und die wir nicht unter den Teppich kehren sollten, gegenüber den aufkommenden Mächten wie China oder Brasilien oder Indien oder auch den verbleibenden Großmächten wie Russland oder den Vereinigten Staaten von Amerika selbst definieren und selbst behaupten. Wir sind längst noch nicht so weit, wie wir sein müssten. Das ist die zweite große Herausforderung. Und die dritte, meine Damen und Herren, die hat etwas zu tun mit unserem heutigen Thema. Das heißt, wie können wir es schaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser 500 Millionen Menschen-Union sich selber mit der Europäischen Union so verbinden, dass sie nicht bloß für Europa sind, sondern dass sie an den europäischen Entscheidungen demokratisch teilnehmen. Das ist nicht nur die Wahl zum Europäischen Parlament, das sind auch die Wahlen in den Hauptstädten. Die Europäische Union besteht ja nicht bloß aus der Kommission, dem Ministerrat und dem Europäischen Parlament, sondern sie besteht aus Mitgliedstaaten. Und die Demokratie in den Mitgliedstaaten und die Entscheidungen in den Mitgliedstaaten sind auch Teil der europäischen Demokratie. Also, ich fasse das nochmal zusammen.
eine Europäische Union, der es nicht gelingt oder nur schwach gelingt, ihre Bürgerinnen und Bürger zu interessieren und zu engagieren, die wird auf die Dauer keinen Bestand haben. Es gibt in der Demokratie keinen Ersatz dafür, dass man die Bürgerinnen und Bürger für das, was im Staat oder in der Europäischen Union geschieht, engagiert und interessiert. Und es ist ja kein Geheimnis, jeder hat das ja mitbekommen, dass die Wahlbeteiligung, Beteiligung an der Wahl zum Europäischen Parlament in allen Mitgliedstaaten noch einmal wieder gesunken ist. Sie ist seit 1979, seit der ersten Wahl, kontinuierlich gesunken. Von mehr als 60%, 66 etwa, 1979 bis jetzt 41,1%, 43,1%. Das ist das eine. Und das zweite ist, worauf ich eingehen muss, was hat sich nun eigentlich im Europäischen Parlament und für das Europäische Parlament in dieser Wahl und durch diese Wahl verändert? Sie haben in Deutschland wahrgenommen, das dramatisch schlechte Abschneiden der SPD in Deutschland. Aber was dabei ein bisschen untergegangen ist, weil für meine Partei das ein Tiefpunkt ist, also vor 5 Jahren haben wir gedacht, mit 21,5%, da hätten wir schon den absoluten Tiefpunkt erreicht. Diesmal haben wir bewiesen bekommen, dass auch noch drunter geht. Aber dieses dramatische Absinken hat verschleiert, dass auch die CDU-CSU verloren hat bei der Europawahl. Nicht nur gegenüber den Ergebnissen bei der Bundestagswahl, sondern auch gegenüber der letzten Europawahl. Die FDP hat gewonnen, die Grünen ein bisschen. Und das ist auch vergessen worden in Deutschland, weil es niemand über die 5%-Hürde geschafft hat von den anderen Parteien. Aber wenn man die mal zusammenfasst, die es nicht geschafft haben, dann wird man feststellen, dass sich dort die Zahl der Wähler vermehrt hat. Die sind bloß nicht bemerkt worden, weil sie 5%-Hürde nicht geschafft haben. Ich sage Ihnen das, um Ihnen deutlich zu machen, im Europäischen Parlament sieht das, was wir hier in Deutschland für wichtig erachtet haben, nicht nur anders aus, sondern es setzt sich auch anders zusammen. Auch im Europäischen Parlament hat die Sozialdemokratische Partei Europas, also meine Formation, dramatisch verloren. Das ist nicht nur in Deutschland so, da haben wir ja mit den 21,5% auf 20,8% noch relativ wenig. In anderen Ländern noch viel dramatischer. In Osteuropa zum Teil, in Frankreich ungeheuer, in Italien ungeheuer, in Großbritannien auch. Und das bedeutet, dass die Sozialdemokratische Partei Europas, ich will sie nicht mit Prozentzahlen langweilen, aber ich will Ihnen sagen, rund 55 Sitze verloren hat. 55. Ich muss immer rund sagen, weil sich die Formationen noch nicht ganz ausgebildet haben. Also es kann durchaus sein, dass in den nächsten Tagen ein oder zwei hier dazukommen oder ein oder zwei oder drei auch weggehen. Also deswegen sind das immer nur Annäherungswerte, aber sie sind natürlich nicht falsch. Also 55 Sitze weniger, aber auch die EVP, also die Formation der christlichen Demokraten, Konservativen und so weiter, hat 20 Sitze verloren und es ist nicht sicher, dass es bei diesen 20 bleibt, weil bei denen nagt der Spaltblitz, wenn Sie das nicht ganz richtige Bild mir entschuldigen. Also die Situation der Europäischen Volkspartei ist zwar gegenüber den Sozialisten, Sozialdemokraten besser geworden, nun haben wir einen Unterschied von 100 Sitzen. Vorher waren es nur 70, jetzt hat sich der Abstand vergrößert, 100 Sitze. Aber die EVP ist nicht sicher, kann sich nicht sicher sein, wer dort bleibt. Und entweder wird sie kleiner und damit europäischer
Oder sie bleibt so groß und bleibt damit heterogener und europäisch unzuverlässiger. Das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Und das Dritte, was wir in Deutschland völlig überdeckt haben, die Liberalen haben auch verloren, europaweit. Die hatten 100 Sitze im Europäischen Parlament, jetzt haben sie 80. Das ist, wenn man sich das mal vorstellt, ein kräftiger, ein dramatischer Verlust von einem Fünftel der Sitze. Und sind jetzt bei 80, haben also 20 verloren. Und auch andere Formationen, die wir hatten, kleinere Fraktionen, haben verloren in der Europawahl. Es bleiben zwei Formationen, die gewonnen haben, das eine europaweit. Das eine sind die Grünen mit 2%, nicht sehr viel, aber immerhin. Und das andere sind die anderen. Im Europäischen Parlament haben diejenigen, die sich keiner Fraktion, keiner der bekannten politischen Gruppierungen zugehörig fühlen, mehr als 60 Sitze hinzugewonnen. Von 30 auf über 90. Und das ist das Erste, was die erste sozusagen zusammenfassende Schlussfolgerung. Die anderen, die ich gerade so genannt habe, mit Namen, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann, sind alles Mögliche, aber keine Pro-Europäer. Das sind Euroskeptiker und zum Teil auch Anti-Europäer, bis hin zu schlichtweg rassistischen Leuten, wie zwei von irgendeiner obskuren britischen Partei, die auf der nationalen Ebene in Großbritannien nie eine Rolle gespielt hat und auch nie spielen wird, aber die durch die niedrige Wahlbeteiligung und durch die antieuropäische Haltung großteils der britischen Bevölkerung zwei Abgeordnete ins Europäische Parlament gewählt haben, also eine Partei, deren Abgeordnete, die zwei, zum Beispiel vom Holocaust als Holocaust-Schwindel sprechen. Das ist die Lage. Was ziehe ich daraus? Ich sage, die Nationalisierung in Europa, die Nationalisierung der Politik und des Gefühls bei den Menschen, bei einem großen Teil der Menschen, ist gewachsen. Und nun ist Europa nicht gegen die Nation. Grundirrtum, wenn man glaubt, Europa, europäische Einigung sei gegen die Nation. Wir machen ja Einigung, damit man sie zusammenbringt und nicht, dass wir sie auflösen, die Nation. Aber wenn es in diese Richtung geht, dann halte ich das schon für eine Gefahr. Was nun? Wie geht's weiter? Es wird einen Vorschlag für der Staats- und Regierungschefs für einen Kommissionspräsidenten geben für die nächsten 5 Jahre. Er braucht die Zustimmung des Europäischen Parlaments, um ins Amt zu kommen. Also es ist praktisch eine Wahl, denn wir können den Vorschlag ablehnen. Dann müssen Staats- und Regierungschefs einen neuen benennen. Und der wird dann die EU-Kommission zusammenstellen müssen. Dann werden Anhörungen stattfinden im Europäischen Parlament für jeden einzelnen Kommissar, wie wir das für bestimmte wichtige Funktionen aus den USA kennen. Das ist anders als in unseren nationalen Parlamenten. Nie gehört, dass ein deutscher Minister sich präsentieren musste, bevor er vom Bundespräsidenten ernannt wird. In Europa ist das anders. Das ist ein Mehr an Demokratie, an parlamentarischer Demokratie. Und dann muss die ganze Kommission im Parlament einer Vertrauensabstimmung sich unterziehen. Das heißt, sie braucht nochmal eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Und diese Mehrheit, meine Damen und Herren, die ist eindeutig nach rechts gewandert. Ganz eindeutig. Wenn man Wahlergebnisse ernst nimmt, dann haben die Sozialdemokraten verloren. Die Linke übrigens, die ja auch unter verschiedenen Formationen auch im Europäischen Parlament vertreten ist, auch. Die Grünen, die paar Gewinne, die Grünen bringen, die wiegen das nicht auf. Und die Liberalen werden sich in den Fragen, die in der Europäischen Union zu entscheiden sind, Wirtschaftsverbraucher, Gesundheitsschutz und sonstige Fragen, eher den Konservativen zugehörig fühlen, auch gerade nach diesem Wahlergebnis, als das vorher der Fall ist. Also, ich sage vorher, dass sich die Kommission in Richtung stärkerer
also stärker nach rechts, stärker nach Wirtschaftsliberalismus, stärker nach konservativ entwickeln wird. Das entspricht ja auch den Wahlergebnissen, den nationalen Wahlergebnissen bei nationalen Wahlen in den letzten Jahren. Das kann man dauern, Sie werden verstehen, dass ich als Sozialdemokrat das bedauere, aber das ist das Ergebnis. Und das Ergebnis heißt, dass das, was dann auf das Europäische Parlament zukommt, nämlich Gesetzgebung, zum Beispiel bei der Regulierung der Bankenkrise, weniger Aufsicht oder mehr Aufsicht oder weniger Auflagen für das Bankensystem in der Europäischen Union oder auch bei der weiteren Gesetzgebung zum Umweltschutz, zum Verbraucherschutz, dieses Wahlergebnis hat Folgen. Wie gesagt, ich bin ja hier nicht dazu da, zu werben. Der Wahlkampf ist ja auch vorbei. Nur ich muss als Analytiker feststellen, die Wähler haben entschieden. Und sie haben eine andere Mehrheit, eine deutlichere Mehrheit, die nach rechts, liberal ausgerichtet ist, ins Europäische Parlament gewählt. Und das wird sich in der Gesetzgebung, und ich sage Ihnen auch, das muss sich auch niederschlagen. Das muss sich auch niederschlagen, sage ich Ihnen als Sozialdemokrat. Denn die Menschen müssen erkennen, dass die Wahlentscheidung, selbst wenn sie falsch ist, aus meiner Sicht, Sie hören die Anführungsstriche mit, Folgen haben zum Europäischen Parlament. Sonst werden wir sie bei der nächsten Wahl noch weniger gewinnen können, dazu gewinnen können, hinzugehen. Das Zweite, Wahlbeteiligung. 41,1%, 43,1%. Ich habe es schon gesagt, in 20 Jahren von über 60% auf rund 40% gesunken. Und Deutschland ist mit der Wahlbeteiligung nah am Durchschnitt der EU. Die Gründe, das ist einmal die wachsende Nationalisierung in Gedankengut der Mitgliedstaaten, aber nicht nur nach meiner Überzeugung, sondern es ist auch schlichtweg Wahlverweigerung. Woran liegt das? Es gibt mehrere Gründe, die sind wichtig. Ich will mal mit den unwichtigsten anfangen, aber doch auch relevant trotzdem. Schwacher Wahlkampf. Das haben Sie alle erlebt. Das war so. Parteien haben sich, wenn überhaupt, halbherzig engagiert, vielleicht auch nur viertelherzig. Und wenn man nicht selbst als Partei die Dinge für so wichtig nimmt, dass man sich voll engagiert, dann kann man nicht verlangen, dass die Bürgerinnen und Bürger sie auch für wichtig haben. Was führt dazu? Oder was geht mit dem einher? Zwei Dinge. Das erste ist, es wurde mit Ausnahme der FDP keine richtige Personalisierung riskiert. Die Wählerinnen und Wähler gehen nicht nur wegen Themen, und nicht wegen einer Institution, heißt es im Europäisches Parlament oder Deutscher Bundestag, zur Wahl. Sondern sie gehen zur Wahl, weil sie Personen für bestimmte politische Richtungen wählen wollen. Und das gibt es auf der europäischen Ebene nicht in ausreichendem Maße. Wir haben keinen Präsidenten der Europäischen Union. Noch nicht. Wenn wir den Lissabon-Vertrag endlich bekämen, dann hätten wir auch einen Präsidenten. Wir haben das hat sie noch nicht richtig rumgesprochen, dass der Kommissionspräsident künftig von der Mehrheit des Europäischen Parlaments gewählt wird. Aber es hat keine Partei riskiert, auch die EVP nicht, auch die CDU nicht, die gesagt haben, wir wollen Barroso, wirklich für Barroso Wahlkampf zu machen. Und ich habe keine Veranstaltung, auch wenn ich nicht mehr kandidiert habe, ist man ja als Wahlkämpfer dann immer noch hier und dort gefragt, ich habe in keiner Diskussion irgendjemanden mal gehört, der nach Barroso gefragt hätte. Also es hat die Leute offensichtlich nicht interessiert, die Person. Und das Dritte ist, es gibt keine wirkliche Zuspitzung auf bestimmte Ja- oder Nein-Themen, wo die Leute klar sagen können oder wo wir klar sagen können, wir haben das gemacht und wir haben das verhindert. Sondern die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament waren in den vergangenen Jahrzehnten immer so, dass für Gesetzgebung wir die absolute Mehrheit brauchen. Das hieß in
ich sag's mal, obwohl das nicht ganz richtig beschrieben ist, große Koalition. Sie merken ja, wie schwierig das ist, in der Bundesrepublik Deutschland jetzt auseinanderzuhalten. Was haben die eigentlich gemacht und weswegen kann man die einen wählen und die anderen nicht? Das ist im Europäischen Parlament noch viel grundsätzlicher und viel, viel weniger zugespitzt. Und dann ein von den Wahlkampfproblemen ein wichtiger Punkt. Wissen Sie, wenn Parteien und Medien, und zwar alle Parteien und fast alle Medien, 4,5 Jahre lang während einer Wahlperiode alles das, was funktioniert in Brüssel, sich selbst zuschreiben und alles, was nicht funktioniert, auf Brüssel schieben, dann kann man nicht im letzten halben Jahr den Leuten erzählen, wie wichtig das ist, dass man unbedingt das Europäische Parlament wählt. Wenn Sie das mal beobachten, ein bisschen kühl, wie das läuft, und da sind alle Minister jeder politischen Couleur gleich und jeder Nationalität. Wenn in Brüssel etwas erreicht worden ist, wenn die was beschlossen haben, dann stellt sich der zuständige Minister vor die Fernsehkameras seines Landes, natürlich, hauptsächlich, nur, und sagt, ich habe erreicht, Deutschland hat geschafft, oder Frankreich, oder Italien, und ich habe das durchgesetzt, und so weiter. Und wenn sie sich nicht haben einigen können, oder wenn es gegen den Willen des Landes entschieden worden ist, weil die Mehrheit anders war, dann stellen sie sich hin und sagen, ah, Brüssel hat beschlossen und Brüssel hat versagt, und so weiter. Also nach dem Motto, wenn die liebe Sonne lacht, hat es das eigene Land gemacht. Gibt es aber Regen, Schnee und Sturm dazu, da war es immer die EU. Muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen da nicht so richtig mitmachen wollen. Also es ist, die deutschen Wähler, alle Wähler, können das Europäische Parlament nicht ernster nehmen, als es Parteien und Medien machen. Es gibt auch ein Parteiversagen. Was kann man da tun? Ja, einen Punkt habe ich schon genannt, man kann parteipolitische Kontroversen verschärfen. Dadurch, dass die rechte Mehrheit klarer ist im Europäischen Parlament, kann das in den nächsten 5 Jahren geschehen. Kann. Ich weiß nicht, ob die Kolleginnen, die jetzigen Kolleginnen und Kollegen, die gewählt worden sind, das auch so hinkriegen. Also eine klarere Rechts-Links-Zuspitzung, sodass die Wähler erkennen können, was das eine bedeutet und was das andere. Und dann Persönlichkeiten, also Personalisierung der Wahlentscheidung durch europaweite Spitzenkandidaten der Parteien oder vielleicht sogar eine direkte Wahl des Kommissionspräsidenten, was hin und wieder mal in die Debatte geworfen wird. Meine Damen und Herren, es wird Sie überraschen, ich bin für Personalisierung. Ich habe ja selbst im Verfassungsvertrag und im Lissabon-Vertrag dafür gesorgt, dass es diesen Präsidenten geben soll des Europäischen Parlaments und die Wahl des Kommissionspräsidenten. Aber ich bin skeptisch, dass das durch direkte Wahlen, also dass für Wahlen eine Rolle spielt. Lassen Sie mich mal als politischer Praktiker reden. Wenn man mal sagt, europaweite Spitzenkandidaten für Sozialdemokraten, Christdemokraten. Da guckt man zu sehr auf die deutschen Verhältnisse und stellt sich vor, es gibt dann zwei, die dann so ihr Fernsehduell machen. Ich sage Ihnen, auf Europaebene gibt es 7 bis 8 Spitzenkandidaten, die alle den Anspruch haben werden, als Spitzenkandidaten in den Fernsehanstalten der Europäischen Union aufzutreten. Und da stellt sich mal vor, wie das läuft, so sagen wir mal bei Anne Will oder so. Da sitzen dann 3 oder 4 von denen. Und einer spricht Deutsch und die anderen sprechen Polnisch, Portugiesisch oder Finnisch oder was weiß ich. Und die Zuhörer, die hören den oder diejenigen, die Finnisch spricht, nur über Dolmetscher. Was ja nicht ganz leicht ist zu übersetzen dann. Ich kann Ihnen sagen, was die machen. Die zappen nach spätestens 10 Minuten weg. Da hört keiner mehr zu, weil es auch keiner verstehen kann. Also, oder stellen Sie sich vor, der reist rum, also ich, sagen wir mal, ich bin Spitzenkandidat meiner Partei, und dann komme ich nach Polen, nach Ostpolen, und habe da eine Landwirtschaftsveranstaltung.
1000 Landwirte im östlichen Polen. Und ich erzähle denen was über die Europäische Union. Natürlich auf Deutsch, wie sollte da sonst reden? Ich kann nicht Polnisch. Und ein Dolmetscher übersetzt das dann. Und anschließend kommt ein Konservativer oder einer von den Kaczynski-Formationen und erzählt den Landwirten auf Polnisch direkt mit allen Witzen, die man machen kann über die Europäische Union, wie das eigentlich zugeht und wo die polnischen Interessen sind. Die tragen mich doch am ausgestreckten Arm aus der Veranstaltung raus. Also man darf nicht immer nur theoretisch sowas sehen, sondern man muss sich das auch mal praktisch vorstellen, wie das läuft. Und deswegen komme ich zu dem Ergebnis, dass europäische Demokratie eine repräsentative Demokratie sein wird und auch bleiben muss. So spannend das andere sich anhört, es kann in einer vielsprachigen, vielkulturellen, starken Union nicht anders gehen als mit einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, das demokratische Element ist und bleibt das Europäische Parlament. Immer unter der Beachtung, dass die Mitgliedstaaten ja selber auch Demokratien sind und dass ja Lissabon und Helsinki und Warschau und Berlin und Paris und Rom mitentscheiden durch ihre Regierung, die ja alle demokratisch gewählt worden sind. Das sind ja nicht Leute von einem anderen Stern, sondern die haben ein demokratisches Mandat. Auch für Europapolitik, die Regierung. Auch für europäische Politik. Gut. Es gibt noch etwas. Als ich vor 30 Jahren anfing, war das Europäische Parlament nichts weiter als ein Beratungsorgan. Herr Giller hat darauf hingewiesen. Heute ist es Gesetzgeber für 500 Millionen Menschen. Das heißt, rund 2/3, leider noch nicht alles, wenn der Lissabon-Vertrag kommt, dann sind wir bei 98%, jetzt bei 2/3 der Gesetze der Europäischen Union werden im Europäischen Parlament entschieden. So ist das. Das ist nicht erst seit vergangenem Jahr so, sondern das ist seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Nizza so. Also fast 10 Jahre. Und da gibt es, ich bin ja hier nicht nur in einer Volkshochschule, sondern räumlich, sondern auch mit an einem wissenschaftlichen Institut. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier habe. Da gibt es doch immer noch Leute, Wissenschaftler, hochrangige, Verfassungsrichter, ehemalige, Gott sei Dank, die sagen doch tatsächlich und schreiben, der Gesetzgeber der Europäischen Union schreiben, also ich zitiere nicht aus dem Gedächtnis, sondern aus Nachlesen, der Gesetzgeber der Europäischen Union ist der Europäische Rat. Völliger Fehler. Der Europäische Rat, der Staats- und Regierungschefs, beschließt keine Gesetze. Hat weder die Kompetenz dazu, vertraglich gesehen, noch will er das. Er ist ein Orientierungsorgan. Aber er ist nicht Gesetzgeber. Weil Gesetzgeber ist der Ministerrat und das Europäische Parlament. Und dann führt der Mann weiter aus, dass das Europäische Parlament nur Nein sagen kann. Und das liest jemand, der seit dem von Ihnen zitierten Vertrag von Amsterdam, also seit zwölf Jahren, jeden Monat 2, 3 Gesetze mitbeschließt und sie verändert. Manchmal so, dass diejenigen, die sie eingebracht haben, gar nicht wiedererkennen können. Manchmal das Gegenteil von dem, was die Kommission entworfen hat. Das machen wir. Und dann schreibt ein ehemaliger deutscher Verfassungsrichter, das Parlament kann nur Nein sagen. Wenn man sowas erlebt, meine Damen und Herren, dann braucht man sich nicht mehr zu wundern, dass die Menschen irre werden, wenn Ihnen das von solchen Leuten schon erzählt und in dieser Weise erklärt wird. Nun kann man nicht wegreden und beiseite drücken den Grundsatz, dass das Europäische Parlament immer stärker geworden ist, aber immer weniger Bürger es wählen wollen. Ich habe Ihnen ein paar Gründe genannt, weswegen das so ist. Aber es gibt ein paar Gründe, die
nach meiner Überzeugung viel grundsätzlicher sind als das, was ich Ihnen bisher so sozusagen aus der politischen Aktualität und aus dem Streit geschildert habe. Und die ergeben sich nicht alle, diese Gründe, aus der Europäischen Union. Die Wahlbeteiligung an Parlamentswahlen sinkt in allen europäischen Staaten in fast allen auf der nationalen Ebene, wenig, aber sie sinkt, durchschnittliche Wahlbeteiligung, und sie sinkt dramatisch bei Kommunalwahlen und Regionalwahlen. Darf ich Ihnen das mal so erzählen? Wir hatten im November Kommunalwahlen in Düsseldorf, das ist die Region, aus der ich komme, Oberbürgermeisterwahl. Zwei Kandidaten, liberal CDU und sozialdemokratisch Grün. Einer Mann, eine Frau, mit klarem Programm. Kommunalpolitik, bürgernah, 35% Wahlbeteiligung. Und das nicht das erste Mal. Es gibt Gemeinden, die haben mit noch weniger Stimmen ihre Bürgermeisterin oder Bürgermeister gewählt. Nur, das will ich Ihnen dann auch erzählen. Ich komme am Tag danach, gehe ich dann in mein Büro, im Parteihaus, und kommt mein Partner vorbei und wie üblich, guten Tag und so, und na, und wie war es denn gestern und so, naja, sagt er, war nicht so gut. Ich sage, naja, also die Wahlbeteiligung 35%, sagt er, ja, davon würdet ihr in Europa noch träumen. Da waren wir bei 43. Also ich sage das damit, wie das wahrgenommen wird. Was man zu Hause also selbst erlebt hat, das hält man immer noch für besser als das, was in Europa besser war. Also wir haben es mit einer Erosion der repräsentativen Demokratie in fast allen Mitgliedstaaten und besonders krass auf der Ebene der Europäischen Union zu tun. Es ist eine Krise der Repräsentativen Demokratie. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man es weg? Was kann man tun, wenn das so ist, was ich sage? Und ich glaube, das ist so. Das hat mit Europa nichts zu tun, sondern es hat etwas mit dem Verständnis zu tun, mit dem Bürgerinnen und Bürger heutzutage der Demokratie gegenübertreten. Könnte vielleicht ein Schuss direkter Demokratie belebend wirken auf Mitwirkung und Bürgernähe der Politik der Europäischen Union? Gibt dann vielleicht europaweite Kampagnen für europäische Entscheidungen? Die Informationen würden transportiert und Kontroversen ausgetragen, Parteien und Verbände wären engagiert, die Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch, wenn es so eine Volksabstimmung oder eine gäbe zu irgendeinem europäischen Thema. Also Europa wäre vielleicht endlich in der Offensive. Vielleicht. Ich sage Ihnen, Volksentscheide über grundsätzliche europäische Fragen sind möglich und nötig, aber ein Mehr an Unionsdemokratie sind sie nur dann, wenn das abstimmende Volk auch die Folgen seines Nein für sich allein trägt, statt mit seinem Nein das Ja aller anderen Völker zunichte zu machen. Wir vergessen in Deutschland, wenn wir über das Nein Frankreichs reden zum Verfassungsvertrag, dass es eine Volksabstimmung in Spanien gegeben hat mit einer Zustimmung von über 70% zum Verfassungsvertrag. Und eine Volksabstimmung, auch wenn es nur ein kleines Land ist, in Luxemburg, mit einer Zustimmung von über 60% zum Verfassungsvertrag. Das zählt nicht, wenn man Volksabstimmungen macht. Das zählt nicht, sondern es zählt nur das Volk, das Nein sagt. Ich halte das, ehrlich gesagt, nicht für demokratisch. Deswegen heißt es für mich, Volksabstimmungen sind nur dann möglich, wenn es um einen Beitritt oder um einen Austritt aus der Union geht. Dann entscheidet das Volk für sich selber und trägt dann auch die Folgen seines Ja und seines Nein. Europa ist weit. Das weiß ich ja. Und das Europäische Parlament ist fern, klagen die Bürger häufig. Und oft und gerne. Wenn
Parlament und Rat etwas in Brüssel beschließen, dann, das die Bürger auch direkt betrifft, und das gibt ja inzwischen genug, dann sagen sie, Brüssel soll sich nicht in alles einmischen und regelt zu viel und zu detailliert und überflüssiges. Fragt man sich dann die Europäische Union nur dann bürgernah, wenn sie den Bürgern nicht zu nahe tritt? Das wäre ja noch nicht so schlimm, wenn es so ist. Aber wissen Sie, ich habe als Parlamentspräsident, ich war in der Zeit Parlamentspräsident, als gerade der Höhepunkt der BSE-Krise, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch mit diesem Rinderwahnsinn da, als sie ihren Höhepunkt hatte. Und da hatte die Union, die Europäische Union 1996, ein Ausfuhrverbot für Großbritannien beschlossen für britisches Rindfleisch. Und eine Reihe von anderen Maßnahmen müssen alle gekeult werden und so weiter und so weiter. Also ein EU-Beschluss über ein Exportverbot für britisches Rindfleisch. Und die Regierung in London hatte natürlich und sah keinen europäischen Handlungsbedarf. Also Europa muss da nichts beschließen. Dann konnte man das Gott sei Dank mit Mehrheit beschließen, also gegen Großbritannien. Aber die Londoner waren der Meinung, das geht Europa eigentlich gar nichts an. Das ist unsere Sache. Und wissen Sie, da kam mir eines Morgens ein britisches Boulevardblatt auf den Tisch mit der Schlagzeile, jetzt muss ich sie auf Englisch sagen. They are idiots. Sie redeten über London. They are idiots, but they are ours. Wenn das die ultimative Beschreibung von Bürgernähe ist, meine Damen und Herren, dann bin ich sehr froh, dass das Europäische Parlament nicht bürgernah ist. Aber ein kleiner Scherz. Das wichtigste Problem, das wir mit den Wahlen zum Europäischen Parlament und der Bürgernähe haben, ist etwas ganz anderes. Und jetzt muss ich etwas theoretischer werden, etwas grundsätzlicher werden. Das Prinzip der Demokratie ist historisch gesehen mit der Souveränität des Nationalstaats eng verbunden. Das Prinzip der Demokratie geht von einer klaren Trennung zwischen Innen und Außen aus. Und geht davon aus, dass der Staat in allen lebenswichtigen Fragen seiner Bevölkerung Herr im eigenen Hause ist und beschließen kann, was er oder seine Bürgerinnen und Bürger für richtig halten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Viele Probleme gesellschaftlicher und politischer Art sind über die Grenzen des Nationalstaats hinausgewachsen. Ob das der Klimawandel ist oder ob das Umweltschutz ist, die radioaktive Wolke von Tschernobyl ließ sich durch keinen Grenzfall und keinen Schlagbaum aufhalten und schon gar nicht durch eine Schengen-Kontrolle. Also es gibt Probleme, ich will sie nicht alle aufzählen, die der Nationalstaat alleine nicht in den Griff kriegt und wo deswegen eine allein nationalstaatliche Demokratie im Grunde ins Leere läuft. Der Deutsche Bundestag und damit die Wählerinnen und Wähler können sagen, was sie wollen. Der Klimawandel findet statt. Oder die Umweltverschmutzung aus dem Nachbarland. Da können wir in Deutschland beschließen, was wir wollen. Der Westwind treibt uns das, was die Holländer oder die Belgier da ausstoßen. Das sage ich jetzt mal als Düsseldorfer. Also, der klassische Nationalstaat kann die wichtigsten gesellschaftlichen Probleme seiner Bürger nicht mehr autonom lösen und er ist nicht mehr Herr in seinem eigenen Haus. Das ist eine tektonische Verschiebung der Grundlagen von Demokratie in der modernen Gesellschaft. Da haben wir uns nichts vor. Das ist nicht bloß hier mal eine Stimmung oder so, sondern da hat sich etwas verschoben. Das bedeutet nämlich auch, dass die klassischen Instrumente des Schutzes und der Förderung stumpf geworden sind. Das staatenlose Kapital bewegt sich weltweit. Die Staatsbürger können das nur im Ausnahmefall. Der Einsatz dieser enormen finanziellen Ressourcen, die wir zur
zur Wiederbelebung der Wirtschaft und um die Bankenkrise in den Griff zu bekommen, ausgeben, der verpufft, wenn nicht mindestens die Staaten der Europäischen Union in die gemeinsame Richtung das Geld ausgeben. Ich will ja gar nicht sagen, dass das Brüssel machen muss oder Brüssel entscheiden muss, das können wir mit unserem kleinen Haushalt ja gar nicht. Aber die Mitgliedstaaten müssen wenigstens in die gleiche Richtung gehen, koordiniert und zusammen. Von dem weltweiten Gewicht, das Europa haben muss, bei der Lösung dieser Krise, mal ganz zu reden. Wichtige Entscheidungen also wandern aus auf höhere Ebenen der internationalen Staatengemeinschaft, UNO, bis hin Weltgesundheitsorganisation, Welthandelsorganisation, Weltwährungsfonds. Also all in dieser Organisation, wir bewegen uns auf eine Expertokratie zu, weltweit gesehen. Bei denen der einzelne Mitgliedstaat und die nationalstaatliche Demokratie kaum noch Einfluss hat. Nun ist das einzige Gegenmittel dagegen globale Demokratie. Also wenn die Probleme global sind, müssen wir auch global darüber entscheiden können. Ich will darüber nicht lange diskutieren und philosophieren, jedenfalls für eine überschaubare politische Zukunft ist das nicht bloß eine Utopie, das ist eine Illusion. Das wird es nicht geben, kann es nicht geben, nach meiner Überzeugung. Also ist es doch vernünftig, wenigstens dort, wo man mitentscheiden kann, nämlich auf der europäischen Ebene, Demokratie zu installieren und ernst zu nehmen. Also die Unionsdemokratie ist keine Staatsdemokratie. Aber sie ist eine Ergänzung und Erweiterung der nationalstaatlichen Demokratie. Und da verschlägt es einem schon manchmal den Atem, wenn gerade der Europäischen Union, wenn gerade viele der um die Demokratie besorgten der Union das Etikett Demokratiedefizit anheften, statt die Union als das zu preisen, was sie ist, nämlich das innovative und einzigartige Projekt transnationaler Demokratie. Das Europäische Parlament ist die Chance der weltweiten, die einzige Chance, sage ich sogar, der weltweiten Expertokratien, ein Stück europäisch-demokratischer Selbstbestimmung und Mitbestimmung entgegenzusetzen. Also die Europäische Union ist nicht die Abschaffung oder Verhinderung von Demokratie, sondern eine Erweiterung der nationalstaatlichen Demokratie. Und es muss uns gelingen. Allen Gutwilligen muss das gelingen und allen auch um ihr Land und die Demokratie im eigenen Land besorgen, müssen das verstehen. Und sie müssen dann auch verstehen, dass natürlich transnationale Demokratie anders funktionieren muss, sich auch anders darstellen muss, als das auf der nationalen Ebene nötig und möglich ist. Das Europäische Parlament kann nicht arbeiten wie ein nationales Parlament. Wir müssen in 23 Staaten arbeiten, 23 Sprachen arbeiten. Wir können nicht, weil wir eine Union von Staaten sind und nicht ein Staat, dann müssen die Regierungen mitreden können bei der Gesetzgebung, nicht bloß das Europäische Parlament. Also es kann nur ein Mitentscheidungsparlament sein, kein Alleinentscheidungsparlament. Also all diese Dinge, die sind nicht Defizite, sondern sie sind Strukturelemente einer überstaatlichen, transnationalen Demokratie. Das Merkwürdige ist, das funktioniert, das kann funktionieren. Ich wünsche und habe die ganzen Jahre versucht und meine Kolleginnen und Kollegen auch, das möglichst deutlich bei den Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Es ist uns, wie wir zugeben müssen, bislang nicht gelungen, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße. Dazu komme ich zu einem letzten Punkt, der eine Rolle spielt. Das ist keine Bürgerbeschimpfung, sondern schlichtweg eine Schilderung dessen, was sich abspielt. Dass man nun im Europäischen Parlament sehr deutlich mitbekommt. Vielleicht deutlicher noch als im nationalen Parlament. In der Welt wachsen neue Mächte heran. In 20 Jahren wird China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sein. So groß wie die 6 größten europäischen Volkswirtschaften zusammen. Wenig später werden Brasilien und Indien ebenfalls diese 6 wichtigsten Volkswirtschaften, unsere gehört dazu, weit übertreffen. Russland ist wieder da. Die USA kommen wieder. Es geht für die
Europäer darum, schlicht darum dranbleiben oder abgehängt werden. Zwischen den politischen Realitäten in der Welt und dem politischen Menschen und dem politischen Bewusstsein der Menschen in Europa klafft ein Abgrund. Machen wir uns da nichts vor. Und die Träumer und Fantasten sind nicht diejenigen Politiker, die an der Europäischen Union bauen, sondern die Bürgerinnen und Bürger, die immer noch glauben, der gute alte Nationalstaat könne ihre Interessen gegen die geballte Macht der Konzerne und der neuen politischen und wirtschaftlichen Regionen besser verteidigen als die Europäische Union. Die ebenso harte wie schlichte Alternative, dranbleiben oder abgehängt werden. Und dranbleiben wir nur mit dem Zusammenschluss zu einer handlungsfähigen Europäischen Union. Nur eine handlungsfähige und natürlich demokratische Europäische Union gibt den europäischen Nationen, ich sage das bewusst, uns den europäischen Nationen noch die Chance, gehört und respektiert zu werden in der globalisierten Welt. Wenn wir alleine auftreten, ob das Deutschland ist, Frankreich oder was, dann hören die sich das an, aber Schlussfolgerungen ziehen sie daraus nicht. Aber wenn eine geballte Wirtschaftsmacht von 500 Millionen Menschen mit unserer Wirtschaftskraft kommt, dann muss sie gar nicht Militär aufwenden, sondern dann wird das nicht nur gehört, sondern auch beachtet. Die EU ist keine Weltmacht, aber sie hat die Verantwortung einer Weltmacht, ob wir das wollen oder nicht. Wir wollen anderen nicht ihren Platz in der Welt streitig machen. Das haben die europäischen Mächte in früheren Jahrhunderten getan und das geht nicht mehr und das wollen wir auch nicht mehr. Aber wir haben doch das Recht, unseren eigenen Platz, unsere europäische Vision von Frieden und Freiheit und Recht und Gerechtigkeit in der Welt zu behaupten. Und dafür einigen wir Europas. Und nur so haben die einzelnen Völker Europas noch eine Chance, der Macht der global wirksamen Tatsachen ein Stück demokratisch bestimmter Selbstbehauptung entgegenzusetzen. Das hat auch was mit europäischer Demokratie zu tun. Wir sind nicht am Ende, wir sind immer noch am Anfang. Aber das heißt nicht, dass wir nicht gewinnen können und dass wir gewinnen werden. Das hat mir die 30 Jahre Vergangenheit gezeigt. Meine Damen und Herren, wenn ich mir überlege, wie viele Experten aus Wissenschaft und Presse und Medien immer wieder gesagt haben und dargestellt haben, dass diese Europäische Union nichts wird, dass sie nicht funktionieren kann. Seit 30 Jahren höre ich das immer wieder. Ihr könnt das nicht, ihr werdet das nicht, ihr kommt dazu nicht und was immer man sich vorstellen kann. Und das ist alles ein Monstrum und das kann in der Welt der realen politischen Tatsachen nicht bestehen. Das Ding gibt es immer noch. 50 Jahre. Und es ist nicht schwächer geworden, sondern ist stärker geworden. Vielleicht gibt uns das den Mut und die Zuversicht, dass wir auch in Zukunft mit den Skeptikern und mit den Gegnern fertig werden können und daran bauen, dass Europa eine demokratische, aber auch eine selbstbewusste Macht in der Welt bleibt. Ich bedanke mich bei Ihnen. Meine Damen und Herren, ich selbst einleitend viel zu lange gesprochen, Sie wissen den Grund, warum. Ich bin glücklich, dass wir diesen Vortrag hören konnten von einem Manuskript, aber er war im Grunde ein wesentlich freigehaltener Vortrag mit vielen interessanten, denke ich, Analysen, Einschätzungen, die uns das Ergebnis besser und verständlich gemacht haben. Wie immer haben wir die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, Fragen jetzt wahrzunehmen an den Referenten Dr. Hensch. Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Sie wollen beginnen. Herr Mayer, einen Augenblick, ich muss noch das eine Gerät einschalten, dann können Sie starten. Herr Hensch, wenn Sie freundlich sind, herauszukommen nochmal ans Podium und wir haben die erste Frage. Ina Breyer, bitte. Ja, Sie haben von einer fehlenden Personalisierung gesprochen. Entschuldigung, ich habe den Anfang. Okay, Sie haben in Ihrem Vortrag von einer fehlenden Personalisierung gesprochen, ja, als möglichen Grund für eventuell auch eine geringe Wahlbeteiligung. Die Frage, die sich mir stellt an dieser Stelle, ist eigentlich folgende. Warum gehen eigentlich Spitzenpolitiker, also nationale Spitzenpolitiker, zum Beispiel jemand wie Joschka Fischer als ehemaliger Außenminister, warum scheint das Europäische Parlament nicht irgendwie Anreize zu schaffen, auch sich dort zu engagieren?
Das wäre doch gegebenenfalls auch nur eine Lösung, dass man es schafft, mehr Persönlichkeiten, die schon für den Staat mal, für den Nationalstaat verantwortlich übernommen haben, für Europa zu gewinnen. Ja, ach, wissen Sie, ich will mal, bevor ich ernsthaft antworte, mit einem kleinen scherzhaften Hinweis antworten. Da sind wir gebrannte Kinder. Das haben wir, fast alle Mitgliedstaaten haben das 1979 gemacht. Und die Folge war, dass Presse und Bürger uns gesagt haben, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Also, ja, wir haben es mal versucht. Das ist absolut Unfug. Erstens war es damals schon falsch. Das stimmte ja schlichtweg nicht. Also ich war ja auch dabei, nicht? Und da war ich ein bisschen jünger als heute. Also dennoch hat sich das festgesetzt. Wenn es das nicht so gäbe, diese Reaktion, dann würde ich sagen, haben Sie völlig recht mit dem, was Sie sagen. Es muss deutlich werden, dass eine Zusatzkarriere oder eine Fortsetzung der Karriere auch im Europäischen Parlament kein Rückschritt ist, sondern ein zumindest, um nicht zu sagen Karrierefortschritt, aber zumindest eine mindestens gleichwertige Tätigkeit auf dem politischen Feld. Dass das eine und das zweite ist, dem Europäischen Parlament tut es gut, nationalstaatliche, auch Regierungserfahrung zu haben. Ich möchte nicht nur ehemalige Regierungschefs oder Minister im Europäischen Parlament haben. Aber ein gewisser Prozentsatz schadet nicht, sondern nutzt. Ich will nicht sagen, dass die alle dann ernsthaft geworden sind, während sie nur Parlamentarier so ein bisschen an den Luftschlössern bauen. Das stimmt ja auch gar nicht. Aber es ist schon für das Parlament und seine nicht nur sein Standing, sondern auch für seine Art zu arbeiten, wichtig und richtig, auch nationale Parlamentarier und vor allen Dingen auch welche mit Regierungserfahrung zu haben. Das übrigens, das muss ich dann doch sagen, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen länger werde, aber da sind andere Länder weiter als die Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien. Also, wenn ich mir die polnischen Kolleginnen und Kollegen ansehe, da hat mindestens ein Drittel Regierungserfahrung von den 60. Und wenn ich mir die französischen, die neuen kenne ich nicht, aber in der Vergangenheit angesehen habe, da war eine ganze Reihe dabei, die Minister waren bei unter Mitterrand oder unter Chirac oder wo auch immer. Also von den baltischen Staaten mal abgesehen, das ist das eine. Und das andere ist, warum macht man eigentlich oder nutzt man nicht die Ressourcen, die personellen Ressourcen, so mehr, die im Europäischen Parlament sind? Da sind andere Länder weiter. Ich will nur zwei nennen. Der gegenwärtige italienische Staatspräsident war Europaabgeordneter, bevor er Staatspräsident wurde, der Giorgio Napolitano. Und der gegenwärtige estnische Staatspräsident, Tomas Ilves, ist direkt aus dem Europäischen Parlament zum Präsidenten der Republik Estland gewählt worden. Es gibt noch weitere Beispiele, ich will nur die zweimal zitieren. Also es gibt manchmal, was europäische Dinge anlangt, auch in Deutschland noch Nachholbedarf. Ich rede nicht für mich, weil ich bin out, aber der ein oder andere Kollege oder Kollegin könnte ja vielleicht mal. Danke für diese Antwort. Ich habe zwei Wortmeldungen. Professor Reihe, dann Professor Keck und dann Dr. Leonard. Bitte. Ja, Herr Hensch, die Gesetzgebungskompetenz des Europäischen Parlaments nimmt zu. Da frage ich mich, wie sehen Sie die Chancen, dass der Bundestag und die deutschen Länderparlamente noch weiter irgendwas beschließen können? Wie sieht die Zukunft der deutschen Parlamente aus? Also wenn die Parlamente das wollen, sehe ich denen eine oder sehe ich da eine blendende Zukunft voraus. Weil die Europäische Union ja nicht für alle Gesetzgebungsbereiche zuständig ist oder zuständig sein wird. Ich will das nicht alles auseinandernehmen jetzt, aber ich will ein paar Beispiele sagen. Die sozialen Sicherungssysteme werden auf eine unabsehbare Zeit nicht in die Regelungskompetenz der Europäischen Union fallen.
Also alles das, was wir in Deutschland zu Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter sagen, bleibt Sache der Bundesrepublik Deutschland. Der Bereich innere Sicherheit, außer dass die Kooperation und in einigen Fällen auch die Entscheidungen in einigen Fällen klar definiert und präzisiert auf europäischer Ebene fallen, bleiben in Deutschland Sache der Bundesrepublik und in Deutschland der Bundesländer. Der gesamte Bereich Kultur, Schule, Universitäten bleibt in nationaler Hand, nicht in europäischer Hand. Dass kooperiert werden muss oder soll oder kann, das wird nicht verordnet durch Brüssel, sondern das machen die selbst. Manche gut, manche nicht so gut. Da gibt es Pisa, da gibt es Bologna. Ich will mich da nicht einmischen, da bin ich nicht mehr. Also zu weit weg, um dazu was zu sagen. Aber das haben wir nicht in Brüssel erfunden. Und auch nicht verordnet, schon gar nicht verordnet, sondern das haben die selbst beschlossen. Also ich könnte die Liste fortsetzen. Es gibt Gesetzgebungsbereiche, in denen die Europäische Union keine Gesetzgebungskompetenz hat und bekommen wird. Auch nicht durch Erscheinen. Das ist ja auch so eine merkwürdige Diskussion, die geführt wird, dass Brüssel sich alles an sich heranzieht. Die Herren der Verträge sind die Mitgliedstaaten. Und die entscheiden, was sie übertragen auf die Europäische Union zur Gesetzgebung. Nicht die Europäische Union sagt, wir machen das, gibt her, wir entscheiden, sondern es sind alles Ermächtigungen, Einzelermächtigungen der Mitgliedstaaten. Also da haben die Kollegen in Berlin und in Hannover doch noch einiges zu tun. Es bleibt noch was. Professor Keck, bitte. Nochmal zur Wahlbeteiligung. Sie haben als Gründe, ist das hier jetzt genannt, ich weiß das nicht, das ist auch ein anderer, die da genannt, den Nationalismus, das ist so schön, das Rechtsgesetz werden müssen, und zum anderen haben Sie auch genannt, die mangelnde Personalisation. Damit hängt ja doch noch was anderes zusammen, dass Europa für den Bürger nicht mehr überschaubar geworden ist. Ja, und das halte ich für den entscheidenden Punkt, dass man nicht mehr übersichtlich über das, was an europäischen Staaten dazugekommen ist. Ja? Und das macht unsicher. Das zeigt sich auch schon bei der Türkei-Frage. Viele haben ja gesagt, 1989, das ist alles zu schnell gemacht worden mit dem Anschluss der DDR. Und wie zuletzt Ihre Partei hat gesagt, hier muss langsam geschaltet werden. Dasselbe wird der Bürger auch sagen von dem, was heute Europa ausmacht. Und dann bekommt man diese Unsicherheitsgefühle und die schlagen sich wieder in der Enthaltung. Denke ich. Ja. Ich glaube, dass die Analyse für Unsicherheiten bei den Bürgern und Bürgern, die Sie gerade gegeben haben, richtig ist. Das führt mit zu der Unüberschaubarkeit, die scheinbare Unüberschaubarkeit der Europäischen Union. Personalisierung, ich darf das noch einmal mit einem Stichwort sagen, ich komme gleich auf den anderen Teil Ihrer Frage. Die Menschen orientieren sich nicht an Institutionen, auch nicht am Deutschen Bundestag, sie orientieren sich an Personen. Wo steht die Merkel? Was will der Schäuble, was macht der Steinmeier oder wie sie alle heißen, das ist völlig egal. Die verbinden sie mit irgendeiner, die geben ihnen Orientierung. Mehr brauchen sie ja nicht und mehr wollen sie auch nicht. Kompliziert ist das in Deutschland auch. Fragen Sie mal nach, wie Bundestag und Bundesrat zusammenwirken müssen bei der Reform der Pflegeversicherung zum Beispiel. Da werden Sie genau die gleiche Unwissenheit kriegen, wie wenn Sie fragen, darf das Europäische Parlament hier oder dort entscheiden. Also, das ist nicht anders. Und trotzdem fühlen sich die Menschen, glauben sie, eine bessere Übersicht zu haben, und das liegt an der Personalisierung. Jetzt, was die Größe der Europäischen Union zu schnell, ja, da kann ich verstehen. Nur das müssen wir nun dann auch als Politiker jedenfalls historisch begründen. Ganz unabhängig von dem, was meine Partei eine Zeit lang, einige, dort zur deutschen Wiedervereinigung gesagt haben. Ich
war und bin der Meinung, dass es nur diese paar Monate gab, es zu machen. Und dass es schon ein Jahr später zu spät gewesen wäre. Ich bin ja nicht auf Regierungsebene und musste nicht verhandeln. Aber ich war in dieser Zeit mehrfach in Moskau. Und ich habe mitbekommen, wenn man sensibel zuhört, wie wackelig die Situation die ganze Zeit war für den Gorbatschow. Und es hat ja auch nicht lange gedauert. Also, das ist das eine. Und das gilt nicht nur für die deutsche Wiedervereinigung, sondern das gilt im Prinzip, grosso modo, auch für die osteuropäischen Staaten. Ich will mal daran denken oder daran erinnern, die sind zur Demokratie zurückgekehrt 1990. Sie sind Mitglied geworden 2004. Das sind 14 Jahre. Von diesen 14 Jahren sind knapp 8 Jahre verhandelt worden über den Beitrittsvertrag. 8 Jahre. Wissen Sie, wie kurz es war nach dem Zweiten Weltkrieg, bis Deutschland dabei war zum ersten Mal? 5 Jahre. Also da können wir jetzt nicht ankommen und sagen, bei den 14 Jahren, das war vielleicht doch ein bisschen zu schnell. Das dritte Punkt ist, der dritte Punkt ist mit dem, jedenfalls ist das meine politische Überzeugung, hier rede ich nicht für meine Partei, sondern meine politische Überzeugung, wir müssen klar machen, dass die Europäische Union an den Grenzen ihrer Erweiterungsfähigkeit angekommen ist. Mehr verkraften wir nicht. Man kann vielleicht über Kroatien oder den einen oder anderen kleineren Staat noch reden und wenn die Schweiz sich, was sie nicht tun werden, das auch will, dabei zu sein, dann wird man nicht Nein sagen können, obwohl ich nicht glaube, dass deren System kompatibel ist mit dem der Union. Aber ich lasse das beiseite. Aber über die heutige Ostgrenze hinaus und über die heutige Südostgrenze hinaus sollte sich Europa nicht erweitern, sondern da müssen wir andere Formen der Zusammenarbeit, die wir brauchen, die nicht nur die brauchen, sondern die wir auch brauchen, finden und deutlich machen, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als das schlichte drinnen oder draußen. Vielen Dank für diese erschöpfende Antwort, Herr Leonhardt, und seine Frage. Erst Herr Leonhardt, bitte. Herr Mensch, nach meinem Geschmack haben Sie die Macht des Europäischen Parlaments etwas übertrieben. Also ich habe den Eindruck, dass Sie haben auch in Ihrem Vortrag die handelnden Funktionen eine ganze Zeit nicht genannt, nämlich dass der ursprüngliche Gesetzgeber der Ministerrat ist und immer noch der wichtigere Gesetzgeber. Und deswegen möchte ich auch eine Lanze für den oft geschmähten Wahlbürger brechen, dessen Entscheidung nicht zur Wahl zu gehen, unter Umständen durchaus rational sein kann. Nämlich, er merkt doch, dass sein Wahlrecht gar nicht so viel wert ist. Wenn die Entscheidung in Europa eher durch den Ministerrat getroffen werden, dann schätzt der Wahlbürger sein Wahlrecht ein, oder dann schätzt das Europäische Parlament eher ein, wie ein Personalrat oder wie ein Betriebsrat. Und da ist die Wahlbeteiligung auch relativ gering. Also man muss nicht unbedingt das Europäische Parlament wählen. Ich würde auch hier die Intransparenz von Europa mit einbringen. Der Wähler sieht nicht, wohin sein Wahlakt führen wird, was er damit wirklich anstößt. Das ist so unübersichtlich. Und deswegen kann die Entscheidung, nicht zur Wahl zu gehen, durchaus rational sein. Ich kann Ihnen nicht zustimmen, weil die Voraussetzung, von der Sie ausgehen, nicht stimmt. Es ist richtig, dass in einem, ich habe ja deutlich gesagt, etwa 2/3 entscheidet das Europäische Parlament mit. Mitentscheidung. Na, wie ist es denn? Also, da reißen Sie jetzt aber was auf, sagen Sie. Also, wenn ich das in Frankreich hören würde, oder in Großbritannien oder so, dann würde ich sagen, ja, verstehe ich. Aber von dem Bürger eines Landes, bei dem der Deutsche Bundestag seine Gesetzgebungshoheit mit den Exekutiven im Bundesrat teilt,
teilen muss, wo also an der, nicht bloß andere gewählte Parlamentarier, sondern reguläre Exekutivbeamte sitzen oder Minister sitzen. Also von einem Deutschen erwarte ich solche Hinweise eigentlich nicht. Wir müssten das System, das da auf europäischer Ebene gar nicht anders sein kann, weil es eine Staatenunion ist, müssen wir eigentlich besser verstehen. Das ist das Erste. Und das, ich habe Ihnen ja gesagt, Sie haben jetzt hier was aufgerissen. Und das Zweite ist, ich habe Ihnen erzählt, zwei Drittel. Also ich weiß selber, dass das noch nicht für alles gilt. Ich habe Ihnen auch gesagt, Lissabon-Vertrag gibt einen großen Schub nach vorne, der wird kommen, in Richtung auf 100%. 98%, 99%. Das ist aber nicht bloß, wie der Verfassungsrechtler Kirchhoff meint, ein Nein-Sagen, sondern es gibt inzwischen Beispiele von Gesetzgebung, etwa was die Dienstleistungsrichtlinie, damit Sie nicht denken, ich fantasiere hier, also die sogenannte Dienstleistungsrichtlinie anlangt, wo das Europäische Parlament das Gegenteil von dem beschlossen hat, was der Ministerrat wollte. Und das ist Gesetz geworden. Und Sie dürfen nicht, was die praktischen Machtverhältnisse anlangt, glauben, dass die Regierungen da immer einer Meinung sind, sondern die haben es, weil sie eine bestimmte Mehrheit brauchen. Selbst dort, wo sie nicht einstimmig entscheiden müssen, da haben sie zunehmend ein Problem, ihre eigene Position zu fixieren, mit denen sie dann in die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament gehen. Ich sage Ihnen, und ich rede nicht wie der Blinde von der Farbe, die Einfluss- und Machtmöglichkeiten des Europäischen Parlaments sind gewaltig gestiegen. Und nun könnte ich mich auf die zynische Seite stellen und sagen, naja, Sie werden schon sehen, was Sie davon haben, nach dieser Wahl und von den veränderten Mehrheiten. Das wird sich, der eine kann sich freuen, der andere wird sich ärgern. Aber es wird bemerkbar sein, das kann ich Ihnen voraussagen, bei dem, was gemacht worden ist. Also, nehmen wir nochmal diese Dienstleistungsrichtlinie, die hoch umstritten war, zwischen Ost und West und zwischen den, auch zwischen den Parteien im Europäischen Parlament. Wäre die sozialistische Fraktion nicht so stark gewesen, wie wir damals waren, und hätte es ein leicht zusammenbringende Mehrheit von Christdemokraten, Liberalen und dazu ein paar Versprechenrechten gegeben, dann wäre es durchgekommen, dass ein estischer Elektriker, der in Deutschland seine Dienste anbietet, wenn es einen Gerichtsstreit gibt, nur in Estland verklagt werden kann und nicht in Deutschland. Dass er seine Dienste anbieten darf nach estischen Bedingungen und nicht nach den des Landes, in das er geht. Das gilt natürlich auch immer umgekehrt. Also, das war die Lage. Das Parlament hat das Dienstag beschlossen. Also, zu kommen, da, das ist nichts. Ja gut, ich kann Ihnen den Glauben nicht nehmen. Aber das ist immer schwierig. Aber es entspricht wirklich nicht den Tatsachen. Ich sage Ihnen als ehemaliger Parlamentspräsident und Europaabgeordneter sowieso, es kann und es darf kein alleinentscheidendes und alles entscheidendes Europäisches Parlament geben. Denn ich möchte eine politische Union von Mitgliedstaaten und Völkern. Ich will nicht einen europäischen Einheitsstaat. Das, was Sie sagen, das können Sie nur haben, wenn Sie sagen, wir machen hier eine europäische Föderation. Natürlich ohne Bundesrat oder sowas. Ein verkappter Föderalist. Gut. Herr Freiber, bitte. Eingangs Ihres Vortrages darauf hingewiesen, und ich fand das auch treffend, dass nationale Politiker sich oft hinter Brüssel verstecken, nach dem Motto, das Gute ist unsere Tasche, das Schlechte ist in Brüssel gemacht. Was könnte es ein Grund sein, dass diese geringe Wahlbeteiligung auch damit zusammenhängt, dass die nationalen Regierungen sich viel zu wenig, und der letzte Wahlkampf, Sie haben ja auch hingewiesen, hat es ja bewiesen, sich viel zu wenig an die eigene Bevölkerung gewandt haben, um die Wichtigkeit der Wahl zu dokumentieren. Ja. Mein Eindruck ist, dass die nationalen Regierungen viel zu sehr auf sich schauen
und dann erst auf Brüssel, ja, beziehungsweise auf das Europäische Parlament, was sie manchmal sogar als notwendiges Übel ansehen. Und ich unterstreiche das Wort Übel. Und die Frage ist, wie kann man es ändern, dass die nationalen Regierungen sich der Öffentlichkeit gegenüber deutlicher zu Europa bekennen? Das ist meiner Ansicht nach viel zu wenig. Ja. Also ich stimme Ihnen nahezu 100% zu. Das trägt, dieses Verhalten trägt zu der niedrigen Wahlbeteiligung bei. Das ist nicht alles, aber ein wichtiges Element. Man kann nicht von Brüssel her Menschen mobilisieren, sondern der Mobilisierungseffekt, der Mobilisierungsdruck, der kann nur auf nationalstaatlicher Ebene, das ist nun mal so, ausgeübt oder bewirkt werden. Die Europäische Union ist noch weit davon entfernt, für Appelle von Anstrengungen oder Opfern eine ausreichende Basis zu sein, sondern das muss national geschehen. Und die Regierungen müssen besser verstehen, als sie das selber bisher verstanden haben, dass sie Teil dieses Europas sind. Dass es nicht Brüssel ist, sondern dass Berlin genauso Europapolitik machen muss. Und zwar nicht aus irgendwelchen idealistischen Überlegungen so, sondern weil es im deutschen Interesse liegt. Im deutschen Interesse, dass diese Europäische Union funktioniert. Und sie kann nicht funktionieren, wenn nicht die Mitgliedstaaten die Europapolitik und damit die Regierung der Mitgliedstaaten die Europapolitik zu ihrer eigenen Sache machen. Das Problem ist, sprechen wir das aus, dass in Europa kaum persönliche Macht zu gewinnen ist. Das heißt also, Sie werden als deutscher Bundeskanzler oder als französischer Ministerpräsident immer sagen, also ich will ja hier an der Macht bleiben und nicht, dass da irgendwer in Brüssel an der Macht ist. Auch wissend, dass dies wichtig ist, was in Brüssel oder wer in Brüssel sitzt. Aber Sie werden es immer so darstellen müssen, um wiedergewählt zu werden, dass Sie bedeutender sind als das in Brüssel. Obwohl Sie von der Sache her eigentlich sich engagieren müssten, denn vieles von dem, was Sie hier machen wollen, können Sie ohne Brüssel nicht mehr machen. Also, Europa ist jedenfalls für einige Mitgliedstaaten tatsächlich eine Führungsfrage. Eine Frage an die nationalen Führer. Und wir werden nicht weiterkommen, wenn wir uns nicht daran erinnern, dass es in den 50 Jahren europäischer Geschichte immer nur durch einzelne politische Führer vorangegangen ist, die Europa zu ihrer Sache gemacht haben. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann können wir uns in Brüssel die Beine ausreißen und mit den Füßen fliegen fangen. Die Europäische Union, meine Damen und Herren, in der nationalstaatlichen Falle, Fragezeichen. Ich habe eine studentische Meldung, Herr Friedhoff. Sie hatten ja auch als Beispiel angesprochen, wie es wäre, wenn Sie jetzt in das östliche Polen gehen würden und als EU-Parlamentarier vor den dortigen Landwirten eine Rede halten würden. Dann wollte ich fragen, wie bewerten Sie denn allgemein die Rolle, die Medien und die Public Relations Angelegenheiten in Bezug auf EU-Politik eine Rolle spielen? Die Frage war, welche Rolle spielen eigentlich die Medien? Agenturen, Public Relations, Lobbyisten? Ehe ich die alle beschimpfe, weil sie alles beschimpfenswert sind, will ich einen Satz dazu sagen. Das Problem ist, dass wir es im Grunde in Europa immer noch mit verschiedenen nationalen Öffentlichkeiten zu tun haben. Das klingt jetzt etwas despektierlich und auch selbstschädigend, aber Sie werden verstehen, dass die Ehrlichkeit erzwingt, es so zu sagen. Ich muss, wenn ich, und
ich habe da meine Erfahrung aus der Zeit als Präsident. Ich muss in Finnland über Europa anders reden als in der Bundesrepublik Deutschland. Also nicht falsch, sondern bloß die Themen und die Art und Weise, wie man ein Thema anspricht und wofür man Menschen interessieren kann, ist unterschiedlich. Und das macht also eine europaweite Public Relations Arbeit aus Brüssel so schwer. Wir versuchen das. Nur ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann jeden verstehen, der das nicht liest oder nicht hört, weil das so abgeschliffen ist, nicht? Damit das auf alle 25 oder 27 passt, dass man da nun wirklich keinen Menschen begeistern kann. Übrigens gilt das übrigens auch für die Europaprogramme der europäischen Parteien, also der SPE und der EVP. Wenn Sie die lesen, also ich will ja nicht abschrecken, ich muss ja eigentlich sagen, müssen Sie lesen, aber ich kann verstehen, wenn Sie nach den ersten 5 Sätzen sagen, naja, also steht ja nichts drin, nur noch Allgemeinplätze. Das liegt daran, dass wir uns auf alle irgendwie sortieren und hinwenden müssen. Was die Medien anlangt, na klar, es gibt 2 Punkte, die mich immer besonders ärgern, ich muss das einmal sagen. Die Kolleginnen und Kollegen von der Presse, die in Brüssel als Korrespondenten sitzen, die schreiben oder filmen sich die Finger wund. Die machen, was sie können. Natürlich über den Minister, natürlich über die Kommission, aber auch über das Parlament. Nur, wenn die dann mit ihren Beiträgen nach Hamburg, zur ARD oder nach Mainz, zum ZDF, oder von den Privaten will ich gar nicht reden, dann hat bei denen auch die letzte Äußerung eines Berliner Unterstaatssekretärs oder sonst was immer noch mehr Gewicht als das, was ein Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament sagt, der Fraktionen führt mit Mitgliedern aus allen 27 europäischen Staaten und eine Fraktion von über 200 Menschen. Also da gibt es in den Chefredaktionen einen Auswahlmechanismus, der so kleinkariert, national fokussiert ist, dass man es eigentlich nicht mehr verstehen kann. Weil ich eine Erfahrung gemacht habe, immer wieder in den Veranstaltungen, wenn man geredet hat, dann steht häufig einer hinten in den hinteren Reihen auf und sagt der Herr Hensch, also ich wollte eigentlich heute nicht kommen, aber weil Europa. Aber nun bin ich mal gekommen und nun merke ich, das ist ja viel interessanter, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Warum erfahren wir nichts davon? Und wir erfahren nichts davon, weil die Chefredakteure sagen, es interessiert sich ja keiner für Europa. Also schreibe ich auch nicht über Europa oder sende nicht über Europa. Und weil man nichts schreibt und nichts sendet, interessiert sich auch keiner dafür. Also das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und das seit Jahrzehnten. Die Medien haben ihr eigenes Versagen in der europäischen Politik zu verantworten. Das muss man wirklich ohne Medienschelte zu sagen. Das gilt vor allen Dingen für die populären Medien, die also den Europa immer nur einfällt, wenn es was zu skandalisieren gibt. Und das gilt für das tragende Fernsehen. Wenn ich FAZ lese, Süddeutsche, auch die Welt, da finde ich Europa wieder, da finde ich auch das Europäische Parlament wieder. Wir wollen ja nicht also flächendeckend da überall erscheinen, aber das zeigt, dass es geht und dass es gemacht wird. Nur es gibt diese große Diskrepanz bei den populären Medien und beim Fernsehen und es ist leider so in der modernen Gesellschaft, wenn sie nicht im Fernsehen aufgetreten sind, sind sie nicht mehr interessant. Es gilt auch für die Hildesheimer Allgemeine Zeitung, die heute über Automarder lieber berichtet hat, als darüber, dass Sie hier einen Vortrag halten. Dafür war am Sonntag eine kleine Notiz. Wir haben uns sehr bemüht, bessere Arbeit zu machen. Immerhin, der Automarder-Bericht war so groß wie die Ankündigung Ihrer Person am Sonntag. Ich danke hier nochmal ausdrücklich vor laufender Kamera unserer Tageszeitung hier. Frage, ja, bitte. Ja, zunächst eine Vorbemerkung. Sicher, das Wahlergebnis hat mich nicht nur als Sozialdemokrat sehr enttäuscht, sondern vor allen Dingen eben auch wegen der schlechten Wahlbeteiligung. Umso mehr, als dass sich
an den zwei Samstagen vor der Wahl an den Wahlstellen, die Leute immer gefragt haben, ob sie zur Wahl gehen, und demnach hätten 81% nicht gehen. Also sie waren alle dafür. Dass sie ja, ja. Aber ein Punkt noch, Erika Mann war ja auch an einem Wahlstand, sie wurde bloß nicht erkannt. Das muss nicht unbedingt damit zusammengehangen haben, dass eben die Wahlplakate wesentlich geschönt waren. Also das nur mal jemand, nichts gegen Erika Mann dabei, aber sie ist ja nur leider nicht mehr im Parlament. Das ist aber bei den anderen auch der Fall. Nicht nur bei mir. Also Rote Liebe sah auch sehr toll aus. Und so weiter. Aber es ging eigentlich darum, dass dieses das Identifizieren mit Europa sehr schwierig ist. Dieses Argument, dass hier, das möchte ich jetzt nochmal aufgreifen, dass die Leute bei Europa halt eigentlich gar nicht wissen, was sie will und deswegen wenig Wahlbeteiligung. Wenn ich das jetzt auch auf die Kommunalwahl übertrage, stimmt das ja eigentlich gar nicht, denn die Kommunalwahl, da wissen die Leute sehr wohl, was sie will und wie sie noch gewinnen. Also, ja, genau. Nein, meine Frage jetzt zu der Frage. Wir brauchen, um den Leuten Europa doch näher zu bringen, gewisse Highlights, das ist so ein blöder Begriff jetzt, aber ich möchte mal anfragen, ob es nicht möglich wäre, dass die, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kürzer, die Außenminister der einzelnen Staaten der Europäischen Union nur noch das Land innerhalb der Europäischen Union vertreten und dass die Europäische Union nach außen durch einen eigenen Außenminister vertreten wird. Das wäre doch schon mal ein Punkt, wo die Leute sehen, aha, da passiert ja was. Europa ist ja ein großer Staatenverbund und wird nach außen durch einen Außenminister vertreten und nicht mehr durch, Joschka Fischer ist ja weg, aber wie heißt er denn jetzt? Steinmeier. Ja, also Wunsch und Auftrag vernommen und schon ausgeführt. Der Verfassungsvertrag sah einen europäischen Außenminister vor. Und das, was der Lissabon-Vertrag daraus gemacht hat, das ist, dass er den Namen weggestrichen hat. Und er heißt jetzt, ich weiß, ein hoher Repräsentant für sonst was. Aber es ist in der Funktion und mit den Aufgaben weiterhin der europäische Außenminister. Also wir haben uns schon eine... Gut, ich war daran beteiligt, massiv, kann ich nur sagen. Deswegen habe ich immer ein bisschen Hemmung, mich und das ganze Ding zu loben. Aber es ist nun mal so, dass wir die Dinge schon genau, die Sie beschreiben, erkannt haben und versucht haben, mit der Schaffung des Amtes eines europäischen Außenministers zu antworten. Und nicht bloß mit dem Amt, sondern auch mit der Funktion, es so zu machen, dass er endlich die nationalstaatliche Außenpolitik und die Außenpolitik der Kommission, die es ja gibt, als für Wirtschaft und Handelspolitik verantwortlich und für Entwicklungspolitik verantwortlich der Europäischen Union, endlich unter ein Dach kommen und koordiniert werden. Und drittens, indem wir einen europäischen diplomatischen Dienst schaffen, der in der Lage ist, sozusagen die Dossiers gemeinsam, nicht, dass da 27 verschiedene Dossiers gesammelt werden und dann zusammengeschrieben werden, sondern von Anfang an ein Dossier zu machen. Und der den Vorsitz im Ministerrat der Außenminister hat. Das heißt also, der die Tagesordnung bestimmt und bestimmen kann, worüber diskutiert wird und worüber nicht. Also wir haben es versucht. Frankreich, Niederlande, nicht deswegen, sondern wegen ganz anderer, wegen innenpolitischer Überlegung, haben das Ding beiseite gekehrt und die Iren sind ja immer noch nicht auf der Linie. Ihre Ausführungen, Herr Hensch, rufen viele neue Fragen. Herr Dürkow. Ich bin doch extra nach Hildesheim. Deswegen diskutieren wir weiter. Herr Dürkow. Herr Dr. Henk, Herr Schmid-Linz, erlaubte mir bitte zwei kurze Fragen. Und zwar, vor einer Woche war ja die SPD mit knapp 21% der EU-Wahl klinisch tot. Gestern auf dem Berliner Parteitag tobte sich die Auferstehung mit Aussicht auf Genesung. Ich habe mir das neue Wahlprogramm ausgedruckt aus dem Internet. Bin ganz dabei. Knapp 60 Seiten. Kurz mal zusammengefasst, 7,50 Euro Mindestlohn, Korrekturen bei Hartz IV, Einführung der Bürgerversicherung, Eingangssteuer senken, Spitzensteuersatz leicht erhöhen, Einführung einer Börsenumsatzsteuer, Ganztagsschulen sollen erweitert werden, etc. etc. Ein bisschen provokativ, was ist da neu? Erste Frage. Und zweitens, wie sieht Ihre persönliche Prognose für die Bundestagswahl im September aus? Also
Also zu Ihrer ersten Frage, es muss nicht alles neu sein, was richtig ist. Also das ist richtig geblieben, was da drin steht. Und was die Prognose anlangt, bin ich sehr sicher, dass das Ergebnis der Sozialdemokratie in Deutschland weit über dem Ergebnis der Europawahl liegen wird. Auch ein rot-rot-grünes Bündnis wird es nicht geben. Völlig, völlig ausgeschlossen. Ich kann Ihnen sagen, wenn... Nein, da rede ich ganz offen drüber. Wenn das eine Führung versuchen würde, egal wer es ist, dann sehe ich eine Austrittswelle aus der SPD, die wir überhaupt gar nicht verkraften werden. Wenn wir, nachdem wir so klar gesagt haben, wir machen es nicht, es doch machen, ist die Partei am Ende. Und ich sage Ihnen, das wird vorher noch verhindert werden. Andrew, ein Kollege aus den USA, Gastforscher hier, Andrew Stuart Ferguson, University of Missouri, Kansas City. Bitte. Also als Amerikaner, wenn ich also das ganze Gespräch, was ich eigentlich ganz interessant finde, zuhöre, ich merke eigentlich viel mehr Ähnlichkeiten mit den Vereinigten Staaten, wie man das bedenkt. Also zum Beispiel Wahlbeteiligung niedrig, Personalpolitik sehr hoch, aber auch die Notwendigkeit, dass der Präsident mit verschiedener Völker anders anspricht. Also das heißt, wenn man in Virginia ist, muss man einen Vortrag halten, und wenn man in Texas ist, eine Folge an, ja. nicht zu sprechen, wenn in Kalifornien oder New York oder Illinois. Ja. Oder gerade mit italienischen Amerikanern oder Afroamerikanern oder kubanischen Amerikanern. Also viele Fragen, die hier also europäisch besprochen wird, ist ein Problem, eine multiethnische Landschaft, also ein großes Stadtteil. Ich denke, der Unterschied bei uns, also so, als ich das alles gehört habe, liegt darin, dass in den Vereinigten Staaten sie verstehen, dass um das Spiel zu spielen, muss man erforschen. Sogar, wenn man dieses Spiel nicht mehr in Washington abspielen lässt. Das heißt, sogar die Menschen, die Washington total hassen, sie kommen auch nach Washington. Ja, so, meine Frage ist, wie können wir die Europäer überzeugen, dass sie nach Brüssel und umso wichtiger Straßburg gehen müssen, um ihre Nationalpolitik sogar zu machen, statt Brüssel und Straßburg als Ausrede und Werkzeug einfach zu gebrauchen, so als Schlägerei, also man schlägt sie nach. Also was das Europäische Parlament anlangt, da muss ich Ihnen sagen, das Wahlergebnis von vor einer Woche, das zeigt, dass diejenigen, die Europa hassen, ins Europäische Parlament gewählt werden wollen. Also da haben wir das schon mal erreicht, was Sie gerade gesagt haben. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich richtig, was Sie gesagt haben, und der Unterschied ist, dass die Europäische Union eben doch mehr als die Vereinigten Staaten noch eine Union von Staaten ist. Und die Vereinigten Staaten von Amerika eine über 200-jährige Tradition inzwischen haben. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ja in den ersten 50 Jahren, jetzt rede ich mal, auch nicht so ausgesehen, wie sie heute ausgesehen haben. Auch nicht, was die politische Macht in Washington anlangt. Also das hat sich entwickelt. Nun will ich nicht jetzt sagen, die Europäer werden da den gleichen Weg irgendwie gehen, weil wir haben schon Unterschiede. Die USA fingen praktisch bei Null an. Wir haben es mit jahrhundertealten Nationalstaaten zu tun, die wir zusammenbringen müssen. Also da gibt es schon Unterschiede. Aber Sie haben völlig recht, dass es eine Menge von Parallelen gibt. Außer dieser einen mit dem Zentrum auf Washington. Das liegt daran, nicht nur daran, aber zu einem großen Teil, weil Außenpolitik, also die Darstellung des Landes nach außen in Washington passiert. Das ist das, was also eint. Wie treten wir in der Welt auf? Wir Amerikaner. Das haben wir in Europa noch nicht. Aber das wird kommen. Außenminister, Präsident des Europäischen Rates, nicht mehr alle halbe Jahre wechseln, sondern für 2,5 Jahre gewählt und wiederwählbar. Das heißt also, da entwickelt sich was. Wir konnten im Verfassungsvertrag nicht festschreiben, wie das dann im Einzelnen laufen wird. Aber
aber wir waren entschlossen, übrigens wie auch in der Verfassung der Vereinigten Staaten, die Dinge erstmal in Gang zu setzen und genügend Spielraum zu lassen, dass sich das entwickeln kann. Und vieles wird davon abhängen, um das nochmal generell zu sagen, wie die ersten Amtsträger sind. Präsident des Europäischen Rates und europäischer Außenminister. Die werden das prägen, wie das weitergeht. Und das kann scheitern, na klar. Aber ich bin nicht bloß der Hoffnung, sondern ich bin ziemlich sicher, sonst hätte ich mich auf diese Dinge in der Verfassung ja auch gar nicht einlassen dürfen, dass das funktionieren kann und funktionieren wird. Im Übrigen haben wir gerade in einem anderen Gremium, in einer anderen Diskussion vor 2 Tagen darüber geredet, dass wir Europäer uns auch nicht sozusagen selber schämen müssen, so unsere Unterschiede und Schwierigkeiten. In manchen Dingen sind wir, was die Vereinheitlichung anlangt, weiter als die Vereinigten Staaten von Amerika. Also Sie wissen das im Zivilrecht und weiß der Himmel was alles. Ich will da nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist, sondern ich will nur sagen, dass wir da häufig weiter sind, als dass die USA, die von uns so als Einheit gesehen werden, nicht? Guck mal von einem Staat in den anderen, was da an unterschiedlichen Umweltschutzbedingungen und Gesetzen gültig ist oder Familienrecht oder was auch immer. Alles das, was wir so halbwegs schon hier hingekriegt haben. Also von den Vereinigten Staaten lernen, aber dabei auch bedenken, dass wir auch nicht schlecht sind. Ich habe jetzt noch 3 Fragen. Herr Schwilo, Herr Steinke und Herr Friedhoff nochmal. Herr Schwilo, bitte. Ich habe die aus meiner Sicht schnelle oder Vorstelle, was von Südosterweiterung der EU immer als was Fahrlässiges gehalten. Und Sie haben jetzt aber diese Geschichte mit Osteuropa in Verbindung gebracht mit dem Zeitfenster, was sich seinerzeit für Deutschland auftat. Also das war ein persönlicher Hinweis, sodass ich also jetzt sagen kann, okay, jetzt verstehe ich, warum man da an dieser Aufgabe vordringlich gearbeitet hat. Jetzt hoffentlich aber, das haben Sie ja zum Ausdruck gebracht, hoffentlich erstmal Pause macht, mindestens nicht Schluss macht, aber Pause macht, denn die Probleme potenzieren sich ja mit jedem weiteren Weg. Was mich aber stört ist, wir sind ja ausgegangen von der geringen Wahlbeteiligung. Die Bürger ödet es an, dass die EU beispielsweise ja die Schulaufgaben bezüglich des Verfassungsvertrages noch nicht mal erledigt hat. Es ist doch immer die Parallelität. Auf der einen Seite stimmen die Eckwerte noch nicht, dass in Europa gut gearbeitet werden kann. Und die tägliche politische Arbeit muss auch geleistet werden. Ja, und solange der Bürger jetzt nicht erkennen kann, Europa hat sich ein solides Werk geschaffen. Und jetzt wird erkennbar, hier wurde gesagt, ja, festgemacht am Außenminister beispielsweise und so weiter, das sind doch Einzelpunkte, die hätten doch schon geleistet werden müssen. Hätte man nicht umgekehrt verfahren müssen, erst das Verfassungswerk unter Dach und Fach bringen und dann die Erweiterung der EU ins Auge zu fassen, dass dann die einzelnen neuen Mitglieder wissen, zu welchen Konditionen sie eintreten und nicht mehr nachträglich mäkeln können und den anderen Staaten, die schon im Zentrum stehen und arbeiten wollen, ja, die behindern nicht mal in der Fortentwicklung. Also nochmal zu dem, hätte man nicht erst den Verfassungsvertrag und dann die Erweiterung. Der Metternich, der ja nicht nur ein Reaktionär war, sondern auch ein geschickter Politiker, hat mal gesagt, man muss die Probleme in der Reihenfolge knacken, in der sie einem die Geschichte zwischen die Zähne schiebt. Also man kann sich das nicht aussuchen und sagen, jetzt machen wir erstmal das und ihr wartet. Ganz abgesehen davon, dass man nicht weiß, in welchem Zeitraum wir das hingekriegt hätten mit dem Verfassungsvertrag. Ohne den Druck. Der ja entstanden war durch die neue Situation seit 1995. Aber jetzt zum Kern Ihres Punktes. Können Sie noch mal ein Stichwort sagen?
ja, die, ob die Reihenfolge stimmt, die hier eingehalten worden ist. Nicht den Verfassungsvertrag erst und dann die Erweiterung, sondern. So, jetzt weiß ich wieder. Nein, die Reihenfolge, die ist theoretisch natürlich nicht richtig oder gut. Man hätte es erst umgekehrt machen müssen, aber in der Praxis gab es dazu keine Chance. Nur, wenn Sie sagen, dass oder haben anklingen lassen, dass die Neuen dann meckern und nicht genau wussten und so, wo sie beitreten und so, dann muss ich Ihnen sagen, dass der Verfassungsvertrag nicht, bislang jedenfalls, nicht an einem der neuen Mitglieder gescheitert ist, sondern an zwei Gründungsmitgliedern der Europäischen Union, nämlich Frankreich und den Niederlanden. Und dass der Lissabon-Vertrag, gut, seine Schwierigkeiten in Tschechien hat, aber jedenfalls dort ratifiziert worden ist, dass nun auch schon längere Zeit, also wenn ich es richtig schnell zähle, etwa 25 Jahre und nee, mehr noch, also 35 Jahre Mitglied der Europäischen Union, Irland, die Sache stoppt. Also es sind nicht die Neuen. Ich weiß auch nicht, warum das, ich höre das häufig, dass die ja nun Schwierigkeiten machen. Das erste Land, das den Verfassungsvertrag überhaupt ratifiziert hat, noch vor dem Europäischen Parlament, war Ungarn. Nicht? Und also die Troublemaker in diesem Punkt, die saßen nicht im Osten, sondern die saßen im Westen, bei den Alpen. Und ich meine, dass die Polen ihren Kaczynski haben, immer noch, und die Tschechen ihren Klaus, das lenkt nicht davon ab, dass der tschechische Senat und der tschechische Nationalversammlung den Verfassungsvertrag mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit hat, und Lissabon-Vertrag jetzt, ratifiziert haben. Verfassungsvertrag auch. Und Polen hat ebenfalls ratifiziert. Die beiden Staatschefs weigern sich zu unterzeichnen und warten auf das zweite irische Nein, wenn sie sich da mal nicht täuschen. Aber, nee, ich muss da wirklich, damit wir hier gerecht sind, in Deutschland hat der deutsche Bundespräsident auch noch nicht unterschrieben. Am 30. Juni werden wir erfahren, was Karlsruhe dazu zu sagen hat. Und nun werden wir sagen, naja, das ist unser Bundesverfassungsgericht. Und das ist natürlich, das ist eben eine wichtige Sache. Nur wenn Sie sich mal vorstellen, wie das von außen aussieht. Von den Mitgliedstaaten, die das alle ratifiziert haben und die jetzt darauf warten, dass der Lissabon-Vertrag in Kraft tritt. Die sagen nicht, aber das Bundesverfassungsgericht ist sakrosankt. Die sagen uns, was seid ihr für bekloppte Leute? Ihr habt das im Parlament, im Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit beschlossen und im Bundestag mit Zweidrittelmehrheit beschlossen. Und dann kommt da so ein Gericht daher und macht Politik. So wird die Reaktion sein. Also dieses Europa, insofern haben Sie mir recht, ist kompliziert. Nur müssen wir sehen, dass wir als Deutsche selbst ein Teil dieser Komplikation sind. War das reale Szenario nicht das, dass doch vor einer konkreten Erweiterung um den sogenannten Osten, nebenbei merkt man ja Zypern und Malta auch dabei, das Verfassungsvertragsszenario vorausging? Es gab doch den Konvent schon 2002. Die Erweiterung folgte erst 2004. Also man hat die Notwendigkeit hier, Strukturreformen, institutionelle Reformen, das Vertragswerk zu schaffen für so eine größere Union, sehr wohl erkannt. Aber es sind eben Komplikationen und doch enorme Schwierigkeiten auftreten, was aber meines Erachtens für die Osterweiterung, die sogenannte, viel entscheidender war. War die NATO-Osterweiterung. Das war der Stabilitätsfaktor flankierend zu der weniger rasch realisierbaren ökonomischen EU-Vollmitgliedsvariante, wenn Sie dem folgen, ich weiß es nicht. Ja, das gilt für die osteuropäischen Staaten, aber ich sage Ihnen, in Deutschland war das anders. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Hereinnahme oder die Wiedervereinigung, also die Hereinnahme der DDR, Ex-DDR in die Europäische Union auch eine Art Erweiterung war. Nicht? Also, und das ist geschehen weniger als ein Jahr nach der Selbstbefreiung der Menschen in der DDR. Das müssen wir uns auch mal überlegen. Da sage ich Ihnen, das darf ich dann vielleicht doch auch nochmal als Europapolitiker sagen, ich habe mit Mitterrand mal darüber sprechen können, weil mit dem hatte ich ein gutes Verhältnis. Und da hab ich den gefragt, also was die Presse anlangt, sahen Sie in einer bestimmten Phase, November, Dezember 1989, wo er auch nach Ost-Berlin gefahren ist und nach Moskau und so, und man tasten, wie wird
das sahen Sie nicht besonders gut aus. Also das sah so aus, als würden Sie die, hätten Sie die Wiedervereinigung nicht wirklich gewollt. Also nicht so schlimm wie die Thatcher, die wirklich grundsätzlich dagegen war, aber eben auch. Und da hat er mir gesagt, für ihn sei von Anfang an klar gewesen, wenn sich ein Volk bewegt, dann kann man es nicht aufhalten. Also es wird zur Wiedervereinigung Deutschlands kommen. War seine grundlegende Haltung. Es gibt diese Wiedervereinigung. Und weder Frankreich noch irgendwer wird sich dieser Wiedervereinigung entgegenstellen können. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber was hätten Sie denn gemacht, die Bedingung gewesen wäre, wenn Deutschland auf eine Bedingung eingegangen wäre, Wiedervereinigung ja, aber außerhalb der Europäischen Union. Also wenn wir sozusagen Neutralisierung oder auch nur einfach ausscheiden, nicht aus der NATO, sondern aus der Europäischen Union. Haben die angeguckt und hat er gesagt, ganz einfach, die alten Allianzen. Das ist Europäische Union, meine Damen und Herren. Dass das nicht geschehen ist in einer Frage, die jahrhundertelang Europa betroffen hat, nämlich die deutsche Frage, dass die so gelöst werden konnte, ist sicherlich Gorbatschows und Buschs Verdienst. Von dritten Linien. Aber dass die Europäische Union da war, um das aufzufangen, das ist ein Verdienst, das wir Deutschen gar nicht hoch genug schätzen können. Hätte es das nicht gegeben, dann wäre es nicht dazu gekommen. Oder nur mit Folgen, die der Mitterrand ganz kühl, aber völlig zu Recht geschrieben hat. Na gut, verhindern können wir es nicht und werden wir es nicht. Aber dann machen wir die alten Allianzen. Die alten Allianzen gegen Deutschland. Na, aber sicher. Herr Steinke. Zwei kurze Fragen, die das Innere des Apparates zielen. Einmal der Wirkungsgrad der Kommission und eine frische Meldung. Schäuble für die Kommission. Die Bahnfahrt. Wirkungsgrad der Kommission, wir haben über den Ministerrat gesprochen, wir haben über das Parlament gesprochen und die Kommission ist ja auch ein Organ der EU und es gibt ja auch da Personal. Die Kommission hat zwei wichtige zentrale Aufgaben. Anders will ich beiseite lassen. Sie ist einmal das, was wir als Hüterin der Verträge bezeichnen. Das heißt, sie muss dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten die Verträge einhalten und die Beschlüsse, die sie selber treffen, also die Mitgliedstaaten im Rat, auch einhalten. Also, sie ist nicht ein europäisches Verfassungsgericht, aber sie muss aufpassen und gegebenenfalls auch vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Und sie muss dafür sorgen, dass die Ziele des Vertrages, also zum Beispiel die Herstellung der Freizügigkeit für Personen, Güter, Kapital und Dienstleistungen, gewährleistet sind in der Europäischen Union. Also alles das, was in den Verträgen steht, ist Aufgabe der Kommission, dafür zu sorgen, dass das auch gemacht wird. Das führt manchmal zu Ärger, weil sie dann übertreiben, vor allen Dingen was das Marktprogramm anlangt. Und das Zweite ist, sie hat für das, was sie tun muss, das Initiativrecht. Das heißt, sie macht die Vorschläge für Gesetze. Was dann daraus wird, entscheidet das Parlament und der Ministerrat. Aber den ersten Vorschlag, das ist Aufgabe der Kommission. Weitere Befugnisse hat sie nicht. Sie also hauptamtliche Beamte? Die Kommissare sind hauptamtlich Beamte, der ganze Apparat natürlich auch. Hauptamtlich europäische Beamte, die Kommissare, also die 27, die wir haben, sie sind formal Beamte, aber in der Praxis haben sie doch inzwischen fast die Funktion von Minister. Kann man sagen, ohne dass man das, sie merken, also manchmal bemühe ich mich auch um wissenschaftliche Exaktheit, also es sind natürlich keine Minister, das wissen wir, aber es geht in diese Richtung. Und es ist in der Tat auch so, dass die Bedeutung eines Kommissars, nicht alle, weil die Ressorts sehr unterschiedlich sind,
aber die Bedeutung eines Kommissars mit dem eines nationalen Ministeriums durchaus mithält. Durchaus mithält. Und was Schäuble anlangt, ach wissen Sie, da werden im Augenblick ja ständig Namen in die Debatte geworfen, die eigentlich den Zweck haben, zu verwirren und bestimmte Leute zu verbrennen. Und ich weiß das nicht, wie das bei Schäuble ist, aber ich weiß, dass diejenigen, die zu lange genannt werden, das wahrscheinlich dann am Ende nicht werden. Und ich sage Ihnen das auch als Sozialdemokrat. Es hat ein Wahlergebnis gegeben. Und ich bin der Meinung, dass man das respektieren muss. Das gilt auch für den Anspruch, einen Kommissar in Brüssel zu stellen. Das tut mir sehr weh, weil ich es gerne anders hätte. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, das deutlich zu machen, dass eine Wahlentscheidung ein Ergebnis hat, und jetzt sagen, na ja, man macht den Kommissar zur Verfügungsmasse bei den Koalitionsverhandlungen im Herbst, eventuell mit der CDU, was ja passieren kann. Das ist das genau, was die Menschen nicht wollen. Es tut mir leid für den Schulz. Aber das Wahlergebnis war nur, wie es ist. Und es muss auf europäischer Ebene ein Ergebnis haben. Auch wenn es mir nicht passt. Auch wenn es mir nicht passt. Und das Schlimmste ist, aber wirklich, für das Bild, das Europa abgibt in Deutschland, wenn man einen Kommissar, der eine wichtige Funktion hat oder haben soll, zum bargaining chip in den Koalitionsverhandlungen macht. Würde ich für eine Katastrophe halten, aber wie ich den Laden kenne, ist er nicht ausgeschlossen. Übrigens hat Schäuble sofort dementiert, diese Absicht und überhaupt davon in Kenntnis gesetzt zu sein, dass er ein solcher Kandidat sei. Das ist auch bemerkenswert. Also sehr schnell. Die Frau Merkel hat in den letzten Tagen mal, und zwar sehr glaubwürdig, weil das einfach zum politischen Geschäft gehört, versichert, dass sie mit keinem bisher über die Frage gesprochen hat, wer der Kommissar. Weder mit den Kandidaten noch mit irgendjemand anders. Also es gibt manchmal Situationen, wo aus unterschiedlichen Interessen, nochmal, die einen wollen ihn wirklich wegbefördern und die anderen wollen ihn einfach verbrennen, Namen in die Welt gesetzt werden. Ich würde das nicht für sehr ernst nehmen. Ich habe Herrn Friedhoff noch einen Klappen Tür kommen. Also es ist ihm noch lange nicht erschöpfend genug. Macht nichts, bin ja da. Herr Friedhoff. So, das wird definitiv die letzte Frage, oder meine letzte Frage vor der Abend sein. Und zwar würde ich hier nochmal gerne darauf zurückkommen, dass Sie über die zukünftige Erweiterung der EU gesagt haben. Und zwar haben Sie gemeint, dass man abgesehen von eventuell einigen kleineren Staaten, als Beispiel Kroatien, dass die Europäische Union also geografisch betrachtet nicht mehr weiter wachsen könnte. Und da wollte ich fragen, was für Gründe haben Sie das ausschließen? Welche Gründe haben Sie denn im Hinterkopf? Denken Sie dann an wirtschaftliche Kriterien oder menschenrechtspolitische Kriterien? Oder woran denken Sie dann? Das Kriterium ist die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union für mich. Ja. Weil ich nicht will und auch nicht wollen kann, dass die Europäische Union an der Erweiterung dadurch zugrunde geht, dass sie sich durch Erweiterung auflöst. Man kann einen Luftballon auch so lange aufblasen, bis er platzt. Und das hilft dann nicht nur denjenigen nicht, die drin sind, sondern das hilft auch denjenigen nicht, die rein wollen. Das ist also die wirkliche Katastrophe. Das ist der Punkt. Und da gibt es, wir sind ja hier nicht freischaffende Künstler unter der Zirkusgruppe, da gibt es schlichtweg Unterschiede. Ein kleinerer Staat à la Kroatien ist unter der Bedingung, er erfüllt alle Bedingungen, die gestellt werden müssen. Ich kann darüber gleich noch ein paar Sätze sagen. Ist leichter verkraftbar als ein Land mit 80 Millionen Menschen wie die Türkei oder mit 40 Millionen Menschen wie die Ukraine. Also das passt den einen oder anderen natürlich nicht, weil er sagt, es sind doch alle gleich und muss man doch aus menschenrechtlichen Erwägungen. Nein, Vorrang hat die Erhaltung der Europäischen Union mit als innerer Solidarverband vor allen anderen Erwägungen. Für mich. Es gibt Parteien, die das anders sehen. Meine eigene ist auch nicht so klar, wie ich hier bin. Aber das gibt es noch. Die Mitgliedschaft in einer politischen Partei.
Partei entbindet ja nicht von der Notwendigkeit des eigenen Nachdenkens. nur um das nochmal klar zu machen. Ich war ja nicht daran beteiligt, aber ich war beteiligt daran, dass man das beobachten konnte. Die Bedingungen der Europäischen Union für Mitgliedschaft, funktionierende Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz, Marktwirtschaft, Parteienpluralismus, ein oder zwei kommen noch dazu, die sind bei den letzten Erweiterungen, aber bei den Erweiterungen nach Osteuropa, einschließlich Zypern, und vor allen Dingen bei der Erweiterung um Bulgarien und Rumänien, schlichtweg nicht ausreichend beachtet worden. Man hat schlichtweg Lücken gelassen. Man hat zum Beispiel bei Rumänien und Bulgarien gewusst, dass das Kriterium der Rechtsstaatlichkeit in den beiden Ländern nicht in einem ausreichenden Maße dem Standard der Europäischen Union entspricht. Und hat sich darauf eingelassen zu sagen, naja, also wir nehmen sie mal auf und dann werden sie sich schon in die Richtung entwickeln. Das Gegenteil ist eingetreten. Sobald sie drin waren, haben sie nichts mehr gemacht. Ne? Also, und ich sehe, dass wir auf diesem abschüssigen Weg immer weiter vorgehen. Das heißt, das erste ist die Aufnahmefähigkeit und das zweite ist die hundertprozentige Erfüllung der Beitrittskriterien. Übrigens ist mir das Wichtigste jetzt erst gerade eingefallen. Das heißt, ein Beitrittsstaat muss das europäische Recht hundertprozentig übernehmen. 100%. Es handelt sich um einen Beitritt, nicht um ein Bündnis, wo man so sich in der Mitte trifft und sagt, naja, gut, jeder gibt mal hier und der andere gibt da was nach, sondern der Rechtsstand der Europäischen Union muss 100% übernommen werden. Da macht man eine Übergangsfrist, muss ja auch nicht, also kann man alles auf einen Tag erwarten, das hat bei der DDR gegolten, das hat bei allen Mitgliedstaaten, sogar bei Österreich. Sogar bei den Gründungsstaaten. Ja, ist 68 so ist völlig richtig, aber es muss am Ende eines vereinbarten Prozesses muss das 100% übernommen werden. Und das sehe ich nicht. Also ich sehe es nicht bei der Türkei, dass die um den Preis des Verfalls dieses Staates das europäische Recht 100% übernehmen kann. Aber die Tendenz, die da liegt, mit der Türkei Verhandlungen aufzunehmen, nicht weil sie Kriterien erfüllt hat, sondern damit sie Kriterien erfüllt. Das ist nun handwerklich, politisch handwerklich, das Blödeste, was man machen kann. Wirklich das Blödeste, was man machen kann. Also, ich hab mich mit den Fragen wirklich lange und intensiv beschäftigt. Bei den Osteuropäern kann man sagen, die waren aus ihrer eigenen friedlichen Revolution heraus dabei, die Kriterien zu erfüllen. Sie wollten Demokratie werden und Rechtsstaatlichkeit haben. Bei der Türkei hat man das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, dass sie das alles, was sie an Reformen machen, und die machen Reformen, nur deswegen machen, damit sie Mitglied in der Europäischen Union werden können. Und das ist eine zu dünne Basis. Das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt. Die einen wollten Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und alles, was dazugehört, aus eigenem Antrieb. Ob sie nun Mitglied der Europäischen Union werden würden oder nicht. Und es gibt jetzt den Kandidaten, jedenfalls mindestens einer. Bei den Balkanstaaten geht das schon in die Richtung, die ihre Reformen deswegen machen, weil sie glauben, damit werden sie Mitglied der Europäischen Union. Und das bedeutet, dass sie es nicht haben, nicht wirklich haben wollen, sondern dass sie es machen, um sich Vorteile zu verschaffen. Das beklage ich nicht, weil die Welt ist so. Wir alle sind so. Nur ich muss es nicht mehr unterstützen. Das zu dieser Erweiterungsfrage. Und letzter Punkt, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt habe. Wer zur Türkei Ja sagt, der muss auch Ja sagen und wird auch Ja sagen zu Ukraine, Moldawien, Georgien, Armenien, die alle Beitrittsaspirationen haben. Und ich frage mich, wer denn wirklich glaubt, dass das eine Europäische Union
wie immer sie konstruiert ist, die kann ja noch viel kräftiger konstruiert werden, als sie heute ist, jemals verkraften kann. Sehe ich nicht. Aber es gibt genug Leute, die glauben, es geht einfach so weiter. Sehe ich nicht. Sie haben einmal gesagt, wir stehen erst am Anfang. Und wenn ich jetzt Ihre letzten Worte nehme, scheint mir doch, dass wir irgendwann am Ende, was die Erweiterung angeht, zumindest, ja, angelangt sind. Das ist nah dran, ja. Die Frage ist ja, was kann die Europäische Union noch an neuen Integrationskonzepten in Angriff nehmen? Hat sie nicht schon so viel erreicht, dass sie eigentlich auch Gefahr läuft, Opfer ihres eigenen Erfolges zu werden? Wenn sie hat so viel erreicht, dass sie zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, bedeutet es gar nicht mehr wirklich schätzen. Ist das denn auch ein Problem? Das ist ein Problem, aber das Problem ist nicht abschaffbar oder das ist auch nicht lösbar. Also natürlich, wir haben angefangen vor 50 Jahren, fast 60 Jahren, damit, dass wir eine Friedensunion, also die Erhaltung und Sicherung des Friedens in Westeuropa und die Stärkung gegenüber dem Hegemonieanspruch der Sowjetunion waren treibende Motive der Einigung Europas. Das ist beides weggefallen. Jungen Leuten kann man nicht klar machen, dass jemals nochmal wieder Deutsche und Franzosen aufeinander schießen. Da sagen die zu Recht, das ist dummes Zeug. Und das ist auch dummes Zeug. Und die Sowjetunion ist als Föderator von außen auch weggefallen. Also damit sind zwei wesentliche Motive weggefallen. Und das, was wir damals gewollt haben mit europäischer Einigung, Frieden und Sicherheit, das ist selbstverständlich. Kann ich deswegen dagegen sein? Also das ist doch genau das, was wir wollten, dass Friede und Sicherheit selbstverständlich werden in Europa. Dass es niemand mehr merkt, das ist das Letzte. Oder die Reiserei, Freizügigkeit in Europa, war ein Ziel der europäischen Einigung. Und wenn die Leute das jetzt wahrnehmen mit Internet oder Interrail oder wie das alles heißt, dann kann ich das auch nicht beklagen, nur weil es selbstverständlich ist, sondern ich freue mich, dass das selbstverständlich ist. Ich glaube, die Aufgabe Europas und auch das, was wir dabei leisten müssen, ist, dass wir, ich habe das vorhin als eine der großen Herausforderungen genannt, dass wir die europäischen Interessen, die gemeinsamen Interessen der europäischen Völker sind in der Welt besser und kohärenter vertreten. Die Selbstbehauptung Europas in einer sich rapide ändernden Machtverhältnissen in der Welt. Das ist die Aufgabe der Europäischen Union in der Zukunft. Und wenn wir die nicht bewältigen, dann sage ich Ihnen, dann treten die Europäer aus der Weltgeschichte aus. Aber sagen, na gut, das hat sich immer gegeben, das waren wir auch schon ausgetreten. Aber das ist zuerst politisch, dass wir keine Rolle mehr spielen. Und dann ist es auch wirtschaftlich, unweigerlich. Und das führt in ein Europa jedenfalls, und das nicht unsere Kinder und Enkel nicht führen. Meine Damen und Herren, das ist fast ein Schlusswort gewesen. Die Lichter sind nur kurzzeitig ausgegangen. Erst hat ein bisschen geflimmert, aber sie sind wieder angegangen. Die Lichter sind wieder eingeschaltet, sie strahlen wieder. Wir schauen eine doch etwas erfreulichere Zukunft. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Dr. Hensch, bedanken, dass Sie hier nicht nur einen sehr, sehr anregenden und auch sehr viele Einsichten vermittelnden Vortrag gehalten haben, sondern auch so lange zur Verfügung standen für Diskussion. Es sind sehr viele wirklich wichtige Fragen aufgeworfen worden, zu denen Sie auch offen Rede und Antwort gestanden haben. Ganz herzlichen Dank für beides, auch für Ihren Besuch am Institut und für das lange Interview, das Sie schon 2 Stunden vor